Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zur Veranstaltung Kampf um Räume. Was bedeutet der Krieg in der Ukraine? Mein Name ist Martina Löw. Ich bin Soziologin und Professorin hier an der TU Berlin. Ich bin Sprecherin des Sonderforschungsbereichs Refiguration von Räumen und Sprecherin der Grand Challenge Social Cohesion in der Berlin University Alliance, was ein Zusammenschluss, vor allem ein forschungsbasierter Zusammenschluss ist, der vier Berliner Häuser, um gemeinsam auf große Herausforderungen zu reagieren und hier insbesondere auf sozialen Zusammenhalt oder Fragen des sozialen Zusammenhalts, was natürlich das heutige Thema ganz wesentlich betrifft. Auf dem Podium mit mir, ich werde euch und Sie nachher noch genauer vorstellen, aber Ladies first und auch alphabetisch zuerst Katharina Blum, neben mir Yves Gendonski und ganz rechts Hubert Knoblauch. Steffen Mau, der auch mit im Programm steht, ist an Corona erkrankt und musste sich deshalb für die heutige Veranstaltung entschuldigen, was natürlich sehr, sehr schade ist, aber so ist die Zeit nun mal. Ich begrüße auch unsere Gäste vor Ort. Die Pandemiebedingungen bringen es mit sich, dass wir nur eine relativ kleine Runde sind, aber trotzdem hoffe ich, dass wir miteinander auch sehr lebendig ins Gespräch kommen können und freue mich sehr, dass es die Möglichkeit gibt, eben nicht nur digital, sondern auch hier vor Ort zu diskutieren. Last but not least begrüße ich unsere Gäste zu Hause, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die über den Chat mitdiskutieren können, und freue mich, dass Sie auf diese digitale Art und Weise mit dabei sind. Der Anlass für diese Veranstaltung ist nicht nur die Tatsache, dass wir konfrontiert sind mit dem Krieg, sondern auch, dass wir in den letzten Wochen sehr häufig gerade von jüngeren Menschen angesprochen wurden, auf Doktorandinnen und Doktoranden in den verschiedenen Programmen, also insbesondere im Sonderforschungsbereich Refiguration von Räumen, aber auch in den Exploration Projects in der Berlin University Alliance, die gesagt haben, wir müssen doch darüber ins Gespräch kommen, was dieser Krieg für uns bedeutet. Wir können doch nicht einfach nur immer zu Hause sitzen, uns Gedanken machen. Wir müssen doch gemeinsam gucken, ob wir mit unserem jeweiligen Know-how versuchen können, etwas mehr zu begreifen, was hier vorgeht, insbesondere auch in Bezug auf die besonders schwierige Frage der Neuordnung der Welt durch diesen Krieg. Die Frage nach der Bedeutung von Krieg ist natürlich keine einfache. Sie ist vor allem schon mal auf der Ebene der individuellen Bedeutung so, dass man sehr schnell sagen kann, sie ist ein Desaster. Sie ist ein Desaster für so viele Menschen in der Ukraine, für Menschen in Russland, für all die Menschen, die von Krieg betroffen sind. Und das heißt immer auch von Leid, von Gewalt, von Tod und von Verlust. Deswegen möchte ich, und ich nehme an, da spreche ich durchaus auch im Namen dieses Podiums, zunächst einmal meine Solidarität mit den Ukrainerinnen im Land, auf der Flucht, im Ausland und mit den DissidentInnen in Russland und Belarus ausdrücken. Ihnen und allen Kriegsopfern weltweit gilt unsere Solidarität und auch unsere Empathie. Niemand kann sagen, wohin uns dieser Krieg führt. Wenn wir über die Neuordnung sprechen, dann sprechen wir über politische Konsequenzen. Wir sprechen über die Möglichkeit von Intervention, die sich aus Erkenntnissen ergeben. Ja, wenn man es optimistisch sich anguckt, dann vielleicht, dass von solchen Gesprächen, wie wir sie hier führen, auch sowas wie ein Funken ausgehen kann, ein Nachdenken darüber, was vielleicht an Reaktion auch anders möglich wäre oder besser möglich wäre.
Wir wollen darüber sprechen, was es heißt, dass in einer hochgradig vernetzten Welt wir einer Politik begegnen, die mal wieder durch einen Angriffskrieg Territorien vergrößern will. Das heißt, wir sprechen über die schwierige Balance und wie wir uns das Verhältnis denken zwischen Imperien, territorialen Nationalstaaten und translokalen Netzwerken. Das heißt, wir fragen uns, wie wir eigentlich dieses Verhältnis bislang gedacht haben. War es naiv? Hat sich es verändert? Müssen wir über diese drei Figurationen politischen Formate neu nachdenken? Und was heißt das für Fragen von sozialem Zusammenhalt? Und zwar sowohl Zusammenhalt lokal als auch Zusammenhalt weltweit. Mich hat immer wieder eine Studie von amerikanischen KollegInnen beeindruckt, und zwar insbesondere von Juro Lin und Drew Mangoline, die gearbeitet haben über Terroranschläge und Solidaritätsbekundungen nach Terroranschlägen. Und was sie herausgefunden haben, es ging vor allem um Terrorattacken in Boston, war, dass die politischen Reaktionen auf die Attentate wenig aus dem Umland kamen, also aus territorialer Nähe, sondern viel mehr Empathie und Solidarität durch die zum Ausdruck gebracht wurde, also zum Beispiel über Twitter-Nachrichten oder überhaupt über soziale Netzwerke, die in Städten leben, wo es sehr schnelle Flugverbindungen, günstige, schnelle, direkte Flugverbindungen in die Stadt Boston gab. Also Solidaritätsgefühle, auch Bekundungen aktiv in einem transnationalen Netzwerk und gar nicht aus der territorialen Nähe heraus. Und das wiederum stellt doch die Frage, ob wir uns nicht politisch im Moment Fragen von sozialem Zusammenhalt, von Solidarität viel zu sehr aus räumlicher Nähe heraus erklären und viel zu wenig darüber nachdenken, wie eigentlich Netzwerkstrukturen greifen. Das heißt, der Inhalt dieses Gespräches soll sein, die Deutung der Prozesse, die zum Krieg geführt haben, oder das, was wir als Kriegsgeschehen jetzt beobachten müssen, aus der Perspektive räumlich-sozialer Umordnung zu denken. Das heißt, die Frage nach den gesellschaftlichen Veränderungen auch als die Frage zu stellen, nach den Räumen, wie sie hier in Dienst genommen werden, wie sie besetzt werden, welche alternativen Räume stark gemacht werden und welche Möglichkeiten denkbar wären, das auch anders zu deuten, als es üblicherweise in den Medien geschieht. Und wir wollen darüber sprechen, was wir denken und beobachten können, was das für Konsequenzen hat für soziale Kohäsion. Und hier möchte ich nochmal betonen, das ist eine Frage, die natürlich die Frage des sozialen Zusammenhalts vor Ort stellt, auch die Möglichkeiten und Begrenzungen, wie sozialer Zusammenhalt noch möglich ist in der Ukraine, in Russland, aber auch die Frage nach sozialem Zusammenhalt weltweit, das heißt auch nach unserem Handeln, nach dem politischen Handeln, wie wir es derzeit beobachten können. Konkret haben wir uns das Format so vorgestellt, dass wir durchaus Zeit geben, den drei DiskutantInnen, dass sie etwas länger ausholen können. Man kann es als Statement bezeichnen, ein bisschen genauer ausführen, was sie sich zu diesen Fragen überlegt haben. Aber diese Statements nicht eines nach dem anderen hören und am Schluss diskutieren, sondern immer nach einem Statement schon ins Gespräch kommen
miteinander reden und dann zum nächsten Statement übergehen. Und es ist als Podiumsdiskussion angelegt, aber es gibt auch diesen Speaker's Point da drüben, das Mikrofon, so dass das Publikum nicht nur am Ende, sondern auch in jedem Moment der Veranstaltung durchaus ans Mikrofon gehen kann und auch eigene Überlegungen einbringen kann. Ich habe angekündigt, ich stelle Ihnen die drei DiskutantInnen am Anfang vor und beginne nochmal mit Frau Professor Dr. Katharina Blum von der FU Berlin. Sie ist Soziologin und sie ist, wenn man so sagen will, unsere Russland-Expertin hier auf dem Panel. Frau Blum forscht zu Neokonservatismus in Russland und Osteuropa, zu autoritären Staatsvisionen in Russland und auch zu Geschlechterverhältnissen. Neben mir Dr. Evgen Donsky, auch von der FU, er ist Chemiker und forscht zu polymeren Architekturen. Er ist vor einigen Jahren aus der Ukraine, genauer genommen aus der Krim, nach Deutschland gekommen und kennt die Situation vor Ort gut, auch durch Gespräche mit der Familie, aber natürlich auch immer wieder durch Aufenthalte im Heimatland, wenn man so sagen kann, im zweiten Heimatland. Er redet über die Krim, er redet über Perspektiven von beiden Seiten, also russische und ukrainische Perspektiven und über Fragen des sozialen Zusammenhalts. Und schließlich Professor Dr. Hubert Knoblauch, TU Berlin, auch er ist Soziologe, er forscht zu Wissen und Kommunikation und ist mein Co-Sprecher im Sonderforschungsbereich 1265 Refiguration von Räumen und insofern auch seit vielen Jahren nun jemand, der sich mit der Reorganisation von Räumen und mit Zeitdiagnosen auseinandersetzt. Hubert, wir beginnen mit dir und geben dir zuerst die Möglichkeit, ein, nennen wir es mal, Statement zu halten. Du bist kein Ukraine-Experte, aber du hast eben seit einigen Jahren intensiv darüber nachgedacht, was es bedeutet, dass sich das Verhältnis der Menschen zu ihren Räumen verändert, dass sich die gesellschaftlich-räumlichen Strukturen verändern. Stichworte sind da immer erstmal Globalisierungsprozesse, zum Beispiel intensiv in den 70ern, dann Digitalisierungsprozesse in den 90er Jahren. Und die Frage ist, wie passt eigentlich diese Landnahme mit imperialer Legitimation in das Bild, das wir als Refiguration von Räumen bezeichnen? Ja, Martina, vielen Dank. Also ich muss es wiederholen, dass ich weder für die Region noch für den Krieg ein Experte bin, sondern es trifft so ein bisschen zu für uns, was Joas die Kriegsverdrängung auch der Soziologie genannt hat, was ein bisschen auch für unseren SFB zutrifft. Und wir saßen tatsächlich vor, kurz nachdem der Krieg begonnen hat, zusammen, hatten uns überlegt, dass wir so dieses Thema besprechen sollen, weil wir so recht nicht wussten, was wir damit anfangen sollen, weil wir offen gestanden ein bisschen fassungslos und natürlich wie viele andere schockiert sind, was wir nicht nur am Hauptbahnhof sehen, vor allem was wir im Fernsehen sehen, zum Glück nur im Fernsehen, was in der Ukraine passiert, und dachten, dass wir auch versuchen müssen, daraus einen Sinn zu machen aus unserer Perspektive. Wenn wir überlegen, was für einen Sinn das macht, dann ist es notgedrungen etwas abstrakt. Aber man kann schon fragen, ob sowas wie der Münchner Politikwissenschaftler Carlo Massala sagt, ob es einfach nur eine neue chaotische Unordnung gibt oder was diese Zeitenwende, wie sie auch manchmal jetzt genannt wird, sehr schnell zu bedeuten hat. Ich denke, und das ist sowas, was wir auch als Vorschlag hier glauben, was als musste durchaus passend wäre, dass wir, wie Martina schon sagte, auch diesen Krieg im Rahmen einer recht umfassenden Umordnung, also nicht einer Unordnung, sondern einer Umordnung verstehen müssen, die wir auch schon in anderer Weise
beobachten und die hier in besonderer Weise, natürlich besonders gewalttätig, sich ausprägt. Und diese besondere Ausprägung, glaube ich, ist gerade im Fall, in diesem russisch-ukrainischen Krieg, hängt damit zusammen, was wir als Refiguration bezeichnen. Damit meinen wir, dass es unterschiedliche, wenn man so will, Prinzipien, räumliche Prinzipien gibt, die hier in diesem Fall in einer fast radikalen Weise aufeinanderstoßen, nämlich ein sehr starkes territoriales Prinzip, jetzt ist Steffen Mau nicht hier, das mit radikalen Grenzen arbeitet, mit dem Neuaufbau von Grenzen, der Neufixierung von Grenzen. Man kann das möglicherweise politisch verstehen als eine Art von Differenz zwischen Autokratie und Demokratie, aber diese Differenz erstreckt sich über weitere Bereiche und Gebiete. Es geht nicht einfach nur um die Differenz einer Regierungsform oder man könnte sagen, einem sehr stark hierarchisch geprägten sozialen Raum, der mit der Fixierung des Territoriums, mit der Abspaltung des Territoriums, wie er ja von Putin seit Jahren betrieben wird, zusammenhängt, sondern auch entsprechend, und damit haben wir jetzt direkt zu tun, mit wirtschaftlichen Formen von Abgrenzung, ja sogar mit einer Abgrenzung des Netzes par excellence, nämlich des Internets, dass er hier in einer besonderen Weise abgetrennt wird und zu einer überraschend effektiven Propaganda genutzt werden kann, dass man geradezu von einem begrenzten, so ein bounded network reden könnte, was Russland angeht. Und auf der anderen Seite immerhin Ausprägung, was nicht nur mit der demokratischen Gesellschaft zu tun hat, sondern auch mit tiefen Vernetzungen, die in Logistikketten, Warenketten, Tourismusströmen, Migrationsströmen und so weiter verbunden ist, dessen, was wir unter neoliberalen Zeiten Globalisierung genannt haben, was aber als räumliches Prinzip eine Art Netzwerkprinzip ist, ein offenes Netzwerkprinzip, das im sozialen Raum, in der, wenn man will, hierarchischen Ebene dann entsprechend flach und deutlich flacher ausfällt. Und diese beiden Prinzipien stoßen hier in einer fast reinen Form aufeinander oder werden aufeinander gestoßen, sollte man sagen, hier in Weißen. Wichtig ist bei diesem Gedanken, dass wir eben nicht nur eine Art von politische Auseinandersetzung sehen, sondern von durchgängigen Raumprinzipien oder Raumfiguren, die keineswegs nur in Konflikt geraten, was eines der Prinzipien der Entwicklung ist, sondern die sich hier noch dazu in besonderer Weise gewalttätig entladen. Ich glaube, dass diese Form der Gewalttätigkeit in diesem Konflikt von einem Containerraum und einem Netzwerkraum natürlich auch mit den Besonderheiten zusammenhängt, Martin hat schon gesagt, die insbesondere sich im Fall Russlands auszeichnen. Im einen Fall, hast du schon erwähnt, eine imperialistische Tradition, von der man möglicherweise meinen kann, dass in westlichen Gesellschaften im Norden generell verankert ist, die aber durch das sowjetische Jahrhundert, wie das Schlögel nennt, und die auch durch diese, wenn man will, sowjetische Sozialisation der Führungskräfte, die nun über dieses stark hierarchische Prinzip auch als Akteure auftreten können, in besonderer Weise hier ihren Ausdruck findet. Wir sehen das ja an der, wie soll man sagen, Wiedererfindung der Geschichte, die wir über Putin kolportiert sehen, aber auch in der anderen Besonderheit, nämlich einer relativ schwachen, im Falle Russlands, schwachen Verankerung in einer globalen wirtschaftlichen Vernetzung, die wir haben, die übrigens eher in Form dessen von dem sich ausdrückt, was Martina den Bahnraum nennt, wenn er Nord Stream 2 oder die anderen Bahnen, mit denen wir gerade kämpfen, die ja zum Teil auch auf die sowjetische Zeit zurückgehen und die natürlich dann auch mit der besonderen, man muss fast sagen, strukturellen Einseitigkeit in Russland zusammenhängen dürfte, nämlich der einseitigen Bedeutung des Militärs, das sozusagen ein Ungleichgewicht in der Struktur der Gesellschaft erzeugt, sozusagen eine der prädominanten Handlungsebenen, die auf russischer Seite stattfinden und die dann auch entsprechend ermöglichen oder fast in Russland nahezulegen scheinen, das Militär als eine wichtige Handlungsform zu betrachten. Wenn ich sage, dass hier diese zwei Raum
Figuren fast exemplarisch aufeinanderstoßen, heißt es nicht, dass es nur zwei gibt. Das ist ja der Punkt. Es sind eigentlich immer mehr im Spiel, aber gerade in diesem Zusammenhang, in diesem Konflikt, der sich an Russland zeigt, der aber in gar nicht unähnlicher Weise möglicherweise auch in China identifiziert werden kann oder eine Tendenz dazu identifiziert werden kann, heißt es, dass diese anderen Formen, zum Beispiel die Ortform, die Rolle von Kiew wäre hier, die Rolle von Hongkong zu erwähnen, oder eben die Bahnform, viel weniger an Bedeutung haben, sondern diese zwei sehr stark aufeinander knallen geradezu, was diese Art von Konflikthaftigkeiten ein wenig erklären kann. Diese Idee der Figuration, die sowohl den sozialen Raum wie auch den vertikalen Raum beinhaltet, soll nicht heißen, und das möchte ich sehr betonen, dass irgendeine Art von geopolitischer Assoziation mit sich bringt. Ganz im Gegenteil, die Geopolitik, die klassische Geopolitik ist etwas, das mit dem Territorialraum verbunden ist. Und ich finde, und das ist auch, weswegen ich dann hier durchaus rede, ich finde, das ist auch etwas, was ja von der russischen Seite in dem Fall sehr entschieden mitbetrieben wird und sozusagen auferlegt wird. Und das hier sehe ich auch eine der massiven Gefahren für den Westen, weil dieser russische Krieg nicht nur eine Art imperiale Form von Geopolitik auferlegt, sondern weil auch in gewisser Weise diese geopolitische Zumutung vom Westen meines Erachtens in einer stärkeren Weise aufgenommen wird, als das nötig wäre. Die Reaktionen, die wir gerade haben, zum Beispiel die Renationalisierung der Produktion, der Wiederaufbau nationaler Armeen, die Schließung von Grenzen, die wir durch Corona schon kannten, die in China weitergeht, also diese starken Tendenzen der Renationalisierung, die wir wirtschaftlich, politisch vollziehen, halte ich aus diesem Grund für hochgradig problematisch. Ich würde meinen, dass gerade im Gegensatz zu diesen Entwicklungen, zum Beispiel der Energiepolitik, einer Renationalisierung der Energiepolitik, die Netzwerkform, also eine europäische Energiepolitik, wenigstens auf dieser Ebene, auf transnationaler Ebene, dass hier auf einer ganz anderen Ebene gegengesteuert werden sollte, um nicht genau dieser geopolitisch-territorialen Zumutung zu entsprechen. Das würde ich auch meinen, wäre sozusagen eine Folgerung, und eine Folgerung, die durchaus ziehbar ist, weil die Refiguration nicht heißt, dass wir mit strukturellen Schicksalen zu tun haben, sondern dass wir mit Figurationen zu tun haben, von den Handlungen selber Teil davon sind. Und ich glaube, dass wir jetzt die Weichen stellen und möglicherweise in Richtung stellen, die problematisch sind und die genau diese Tendenzen der Reterritorialisierung aufnehmen, die wir beobachten und die wir auf einer anderen Seite beobachten. Ganz kurz gesagt. Vielen Dank, Hubert Knoblauch. Ich gucke mal in die Richtung von den beiden Mitdiskutanten. Gibt es spontane Reaktionen dazu? Frau Blum, Sie sehen so aus, als wollten Sie sprechen? Also ich würde vorschlagen, da das gut anschließt, würde ich vorschlagen, dass ich einfach an der Stelle ein bisschen weitermache und dann kommen wir vielleicht auch in die Debatte. Denn wenn ich jetzt sozusagen anfange, Fragen zu stellen, dann komme ich in das rein, was ich ohnehin jetzt so ein bisschen überlegt habe. Ich würde nämlich ganz gern den Ball aufnehmen, aber vielleicht möchten Sie, ich möchte da jetzt nicht vorgreifen. So, oh, okay, dankeschön. Also ich denke, dass Sie wirklich recht haben, so von die Sachen, die von alte Zeit kommt, und ehrlich gesagt, falls ich alles richtig verstehe, es ist nicht so, dass diese Propaganda jetzt stattfindet, also nicht jetzt, also für die letzten 22 Jahre stattfinden, sondern ehrlich gesagt schon deutlich länger. Also man soll nicht Zeit von UdSSR vergessen. Und das ist also, ich würde das auch kurz in meinem Rede erzählen, dass ehrlich gesagt dauert es deutlich länger, und insgesamt es ist wirklich tolle Arbeit sozusagen von Putins Seite, und er macht wirklich gut. Also aus meiner Sicht, das ist das Einzige, wo er sehr, sehr stark ist, da diese Propaganda ist eine sehr bedauerliche und
sehr, sehr schlichte Sache für alle Leute. Sie müssen leider wegen dem Streaming. Dann das Mikrofon. Ja, hi, ich heiße Taras, komme auch aus der Ukraine. Ich habe nicht Soziologie studiert, sondern Architektur und dann Elektrotechnik. Und mir fehlt ein bisschen theoretischer Hintergrund zum Verständnis, inwieweit diese Räume, von welchen wir sprechen, sei ideologischen oder logistischen, sich von geopolitischen Auseinandersetzungen unterscheiden und insbesondere in Bezug auf wie man autokratische und also autokratische Staaten und Diktaturen, wie man denen Widerstand leistet und wie dann Europa zum Beispiel oder freie Welt Russlands Handlungsmöglichkeiten einschränken kann, in Bezug vor allem in die Energiepolitik, ohne diese Nationalisierung oder keine Ahnung, Zentralisierung oder was auch immer anzugehen. Wo ist der, also was sind die Begriffe, was sind die Bestandteile dieser diesen Strukturen? Danke. Vielen Dank. Ich denke, das ist genau der Punkt, die wesentliche Differenz zu Netzwerkstrukturen ist, dass die Netzwerke eigentlich, dass das Territorien sind, durchdringen, überkreuzen, querlegen. Musterbeispiel dafür wäre oder war klassischerweise ähnlich wie die liberale Wirtschaft, die ja alles global überspannen sollte, war das auch das Internet, das klassischerweise als eine Art grenzenlose Durchdringung und entsprechend eine Unterwanderung des territorialen Prinzips gegolten hat. Und übrigens dachten wir das auch sehr lange. Globalisierung heißt ja nichts anderes als das, die Netzgesellschaft, Network Society war der Ausdruck davon, einer globalen Weltgesellschaft, in der Weltkultur vorherrscht, in der Kommunikation ungezügelt und unbegrenzt vonstatten geht. Und wir sehen schon zum Beispiel in der Leistung, die diese Propaganda möglich macht, der Zero-Trust-Strategie, in dem Internet ein neuer Paradigmenwechsel der letzten Jahre ist, die es erlaubt hat, sozusagen digitale Mauern hochzuziehen, abzuschalten, zuzumachen und dergleichen, in Weisen, was in den 40er Jahren während der Propaganda-Studies noch vermutlich überhaupt nicht denkbar war und für uns nie denkbar, dass das Netz der Netze das Gegenteil erlaubt, nämlich Abschließung, harte Kontrolle und so weiter, was wir irgendwie wussten, aber was jetzt vollzogen ist und damit fast eine neue Form, nämlich dieser begrenzten Netzwerke, dieser räumlich begrenzten Netzwerke erzeugt hat. Die Netzwerkstruktur selber ist genau unbegrenzt gedacht und das ist auch die Idee gewesen und das ist eigentlich auch die Idee der Weltgesellschaft gewesen, die wir in verschiedenen Varianten ja schon erwartet hatten, auf die neoliberale Weise oder auf die systemische Weise, wie auch immer. Und das ist tatsächlich in anderer Weise durch diese Reterritorialisierungsbewegung auch digital, aber auch energiepolitisch auch auf andere Weise durchgezogen werden. Der Konflikt ist sehr schön, wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, wie die 300.000 Programmierer und Programmiererinnen versuchen, ins russische Netz reinzukommen und die wiederum versuchen, dagegen ihre Firewalls aufzubauen und gleichzeitig die freien Netze durch Propagandaaktionen zu unterwandern, wo sie diese Differenz nochmal sehen und eben auch sehen, dass wir nicht nur inhaltlich mit der Propaganda zu tun haben, sondern dass wir auch strukturell mit Neubauten zu tun haben. Die Frau Volkmer sprach mal von so einer Centrality of Networks und Networks of Centrality. Und ich glaube, dass wir gerade so eine Spannung haben, Netzwerke, die zentralisiert werden, chinesisch zentralisiert werden, russisch zentralisiert werden und solche, in denen das Netzwerk selber als Zentrales funktioniert. Ich bin übrigens an der letzten Stelle nicht ganz sicher, denn ich habe den Eindruck, dass mit Bidens Antritt, glücklicherweise nach Trump, aber Biden selber schon eine, wenn man so will, Abgrenzung des Westens oder wenigstens Gegenüberstellung des Westens als Westen selber schon mitbaut. Und das ist ja etwas, was wir gerade durch die Wiedererstarkung der NATO, wiedergewonnene Bedeutung der NATO sehen, was also, wenn man so will, ein mitinitiierter Territorialisierungs,
eine Tendenz ist, aber immerhin mit eingebauten Netzwerkstrukturen, die wir meines Erachtens massiv unterstützen sollten und die auch Regierungen, die zum Beispiel grün geleitet sind, unbedingt unterstützen sollten. Ich glaube, ich würde doch vorschlagen, dass Herr Donski zuerst uns in die Ukraine führt und dann machen wir mit Ihnen weiter. Ist das okay für Sie? Möchten Sie erstmal Ihr Statement halten? Oder? Also klar, gerne. Also sehr geehrte Damen und Herren, zunächst möchte ich bei Frau Löw und Herr Knoblauch für die Einladung bedanken. Mein Name ist Jevgen Donski, ich leite ein Labor, über Flächenanalytik-Labor in Freien Universität Berlin und baue und abhängig davon meine eigene Arbeitsgruppe auf. Am Anfang möchte ich mir kurz vorstellen, ich wurde in der Krim in 1989 geboren, kurz vor dem Zerfall der Sowjetunion. Ursprünglich lebte ich 16 Jahre lang in der Krim. 2006 zog ich nach St. Petersburg, um dort zu studieren, und schloss meinen Bachelor- und Masterabschluss an der Staatlichen Universität St. Petersburg ab. Im Jahr 2013, als meine Frau und ich nach Deutschland umgezogen sind, kannten wir nur drei Worte auf Deutsch: Hallo, danke und verheiratet. Nun wohnen wir seit fast 9 Jahren in Berlin. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens am Grenze verbracht. Ich bin in der Ukraine geboren und dann habe ich 8 Jahre lang in Russland gelebt. Ich arbeite fachlich zwischen Chemie und Biologie, zwischen Freie Universität Berlin und Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung und habe wie viele Ukrainer enge Verwandte und Familie sowohl in Russland als auch in der Ukraine. In der Ostukraine, wo die Kämpfe seit 8 Jahren andauern, in der Ukraine selbst, auf der Krim und in Zentralrussland. Die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken war ein multinationaler Staat, der von 1922 bis 1991 existierte und ein Sechstel des bewohnten Landes einnahm. Mit der Erklärung des Endes der UdSSR entstanden 15 neue souveräne wirtschaftliche und politische Staaten, die als postsowjetischer Raum bezeichnet sind. In den 68 Jahren des Bestehens der Sowjetunion haben viele der ihr angehörenden Länder ihre sozialen und kulturellen Bedingungen aufrechterhalten. Meine Eltern sagten mir immer, dass sie es sehr bedauern, dass die UdSSR zerbrach und sie nicht mehr wie früher in einem großen Land leben konnten. Dies ist zum großen Teil darauf zurückzuführen, dass sie in ihrer Kindheit immer die UdSSR gepriesen haben und ihnen gezeigt wurde, dass es sehr wichtig ist, patriotisch zu sein. Da Russland die wichtigste Republik der UdSSR war, war bei der älteren Generation immer ein warmes Gefühl gegenüber Russland zu spüren. Was im Jahr 2022 passiert, ist eng mit den Ereignissen in der Ukraine im Jahr 2014 verbunden. In einer ausgeklügelten Propagandakampagne Russlands im Jahr 2014 und mit einem Clan mit den Gefühlen vieler Menschen auf der Krim, die die UdSSR vermissten, ging die gesamte Halbinsel in russischen Besitz über. Ohne einen einzigen Schuss abzugeben, betraten russische Truppen die Krim und nach dem Referendum erfolgte die Annexion. Im Jahr 2012 haben meine Frau und ich unsere Ehe in Sevastopol registrieren lassen und eine ukrainische Heiratsurkunde erhalten. Im Jahr 2014 begann dasselbe Standesamt, russische Heiratsurkunde auszustellen. Hat sich die Arbeit der staatlichen Behörden und das Leben der Menschen in allgemein verändert? Als jemand, der in den letzten 9 Jahren nicht einmal im postsowjetischen Raum gelebt hat, fällt es mir schwer, das persönlich zu beurteilen. Ich kann mich nur auf die Erzählungen meiner Verwandten und Freunde verlassen, die noch auf der Halbinsel Krim leben.
Der Alltag des Durchschnittsbürgers hat sich nach den Ereignissen von 2014 kaum verändert, abgesehen von der Währung und dem Erwerb der russischen Staatsbürgerschaft. In den Städten fahren dieselben Busse, die Menschen arbeiten in denselben Betrieben und im Sommer kommen Touristen, um an den Stränden der Krim ein Sonnenbad zu nehmen. Russland hat nach 2014 viel Geld in die Krim investiert. In Simferopol wurde ein riesiger und moderner Flughafen gebaut. Eine Brücke wurde errichtet, um die Krim mit dem russischen Festland zu verbinden. Und überall auf der Halbinsel wurden Straßen gebaut. Jetzt sind die Bewohner der Krim nach jahrelanger Propaganda im Fernsehen pro-russisch eingestellt und haben eine pro-russische Haltung eingenommen. Diejenigen, die diese Position nicht vertreten, sind bereits in verschiedene Städte in der Ukraine umgezogen, viele davon unmittelbar in den Jahren 2014-15. Ich persönlich habe immer sehr gemischte Gefühle, wenn ich an die Situation meiner Verwandten in der Ukraine denke, da ein Teil meiner Familie in Frieden und Sicherheit lebt in der Krim, weil ein anderer Teil direkt von Krim im Osten des Landes betroffen ist. Herr Donsky, Sie haben in dem Gespräch vorab zu mir gesagt, ich habe es mir damals mitgeschrieben, ich war zwischen Ukrainer und Russe, heute bin ich Ukrainer. Wie würden Sie auf diese Fragen von zwischen den Räumen leben und Identitäten ausprägen gucken? Also was macht dieses Zwischen... Also was macht der Krieg mit einer Lebenssituation, die vorher das Dazwischen ausgehalten hat? Ehrlich gesagt, früher war alles deutlich leichter, wirklich deutlich leichter. Ich meine, die Leute konnten normal reden miteinander. Es gibt, ja, manche Familien haben aufgehört zu reden miteinander, aber meistens war möglich. Behandelbar. Mindestens also die Themen wären deutlich, ja, politische Themen meistens waren klein und jetzt sind die groß wie Elefant und es ist einfach unmöglich, jetzt diese Themen nicht zu besprechen. Und ja, ich kann nur sagen, dass viele Leute doch versuchen, mit seiner Familie, mit Eltern und Kinder zu reden, obwohl jetzt es ist wirklich verrückt und schwierig, da viele Leute nicht seine eigenen Eltern überzeugen können, dass wirklich Krieg passiert. Und das finde ich wirklich wahnsinnig, haben wir wirklich keine Wörter, das zu verstehen, wie das überhaupt möglich ist. Also aus meiner Sicht kann ich nicht vorstellen, was passieren sollte, dass ich die Wörter meiner Tochter nicht vertrauen würde. Jetzt ist aber wirklich so, dass viele Eltern, obwohl die Kinder wirklich, also Bomben fliegen überall, wo Kinder wohnen, Eltern sagen, nein, alles ist in Ordnung, das ist alles Lüge oder sowas. Das ist wirklich eine verrückte Situation. Sehen Sie das ganz wesentlich als einen Generationskonflikt? Würde gerne sagen, ja, ist aber nicht. Leider ist es so, dass auch die jungen Leute haben auch ähnliche, denken in ähnliche Richtung wie auch ältere Generationen. Und es gibt auch so 22 Jahre ist eine Menge Zeit, also mehr oder weniger, es gibt schon eine große Generation von Leuten, die niemand außer Putin in der Regierung gesehen haben. So leider nicht. Frau Blum, Sie kennen die Situation vor Ort auch sehr gut. Vielleicht geben Sie uns mal Ihre Deutung des kriegerischen Geschehens, der Prozesse vor Ort, des Handelns in Russland und der Ukraine? Ja, also ich würde ganz gerne ergänzen zur Krim. Ich bin jetzt keine Spezialistin der Krim und was aber alles, was die Studien sagen, bestätigt das, was Sie jetzt sagen. Also die Mehrheit der Bevölkerung
ist pro-russisch und sieht sich eben auch im Grunde bestätigt in dieser, auch über die 8 Jahre Konflikt, dass sie die richtige Wahl getroffen haben. Ukrainer zu sein ist unattraktiv. Das waren ja historische Entscheidungen, die 1991 nochmal gefallen waren. Da auch selbst da war die Krim im Grunde der wackeligste Kandidat der Zustimmung beim Referendum damals, den Weg mit in die unabhängige Ukraine zu gehen. Also es war immer ein sehr kompliziertes Feld historisch. Es war nicht immer russisch, aber es war immer ein sehr kompliziertes Feld, auch für die Ukraine. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich kann auch nur noch mal bestätigen, dass das Nicht-Zuhören, ja, viele erzählen auch, also auch unsere russischen Studierenden, auch Kollegen, Kolleginnen, die jetzt zurückkommen, die Verwandtschaft in Russland zurückgelassen haben. Es ist überall das Gleiche, man glaubt es nicht. Und ich habe mich gefragt, wieso ist das so? Wir haben als Antwort immer die Propaganda und die ist wirklich mächtig, also das will ich auch nicht wegreden. Sie ist, sagen, sehr lange und wenn man sich also dieses Staatsfernsehen eine Weile anschaut, dann weiß man auch, wie das funktioniert und was das in einem bewirkt, ja, wenn man sich davor nicht schützt. Aber ich meine, dieser Staatssozialismus, die Sowjetunion war auch ganz viel Propaganda und die war irgendwann mal weg und abgeschliffen. Also man kann natürlich darauf hoffen, dass das passiert in dem Augenblick, wo der Kühlschrank definitiv leer ist und so weiter. Also diese Dinge kann man dann sagen, aber ich glaube, ich habe eine Vermutung, bevor ich ein bisschen dann einsteigen möchte in diese größere Debatte nochmal. Eine Vermutung, die ich jetzt einfach mal so spontan als Hypothese in den Raum stellen möchte und vielleicht würde mich interessieren, was Sie dazu sagen. Es ist so ungeheuerlich, einen Angriffskrieg von russischer Seite zu machen. Es ist so ungeheuerlich, dass man das an sich rankommen lassen muss. Und das, die ganze Identitätskonstruktion des post-sowjetischen Russlands, die ja ideologisch aufgebaut worden ist über ganz viele Jahre als eigene Zivilisation und als eine Kultur zunehmend, die angeblich nicht westlich ist, das ist ein spannender Punkt, über den man sicher auch noch mal diskutieren kann. Aber diese ganze Kultur ist, sagen, ein eklektisches Gebilde aus, sagen, historischem Russland und Sowjetunion, ja? Und der Kern sowjetischer Identität, die quasi auch in gewisser Weise der Kern dieser neuen Identität ist, da wo sie funktioniert, ist der Sieg über die Nazis und den Zweiten Weltkrieg. Und wenn du eigentlich historisch in kurzer Sicht immer die Guten warst, dann ist das, glaube ich, psychologisch extrem schwer. Und es ist auch nicht sicher, ob diese quasi Wand, die da ist, wirklich eingerissen werden kann. Denn wir wissen aus anderen historischen Prozessen, also die Deutschen mussten diese Wand einreißen, weil das, was wir getan haben, so ungeheuerlich war, dass da eben, aus dem Wahn war auch besetzt. Hat auch geholfen, würde ich sagen. Wenn auch geteilt, besetzt. Ich würde gerne aber nochmal auf den Punkt mit der Globalisierung und diesen großen Fragen der Räume zurückzukommen, weil Sie haben eigentlich mit Ihrem SFB-Thema ein ganz großes Thema und das wird eigentlich immer wichtiger, dieses Nachdenken über Räume. Und ein Kollege hat letztens gesagt, so lapidar, Russland ist ein Globalisierungsverlierer. Und Sie haben es ja eben jetzt auch so ein bisschen schwach integriert. Wir denken immer an den Rohstoff, wir sollten, und das ist, sagen, die Rohstoffabhängigkeit der russischen Wirtschaft ist über die Jahre größer geworden, auch unter Putin, was zum Teil mit dem Boom zu tun hat, zum Teil aber auch mit der Unfähigkeit, im Grunde das zu transformieren in quasi Investitionen in die Realwirtschaft. Die zweite Ebene, wo Russland sehr tief integriert ist, ist der Import von Produkten, also sagen die,
Die Deindustrialisierung und die Wertschöpfungstiefe ist in Russland sehr gering. Der Westen hat sehr viel exportiert. Ja. Das hängt natürlich damit zusammen. Die dritte Ebene ist aber der Finanzmarkt. Russland ist extrem und tief in den globalen Finanzmarkt integriert. Ja. Wir sehen es ja jetzt in London. Also wer sind die drei Hauptländer, die ausländische Direktinvestitionen in Russland tätigen? Zypern? Nee, Luxemburg ist das Erste. Dann kommt Zypern und dann kommt Großbritannien, London City. Und dann kommt, glaube ich, Niederlande und dann kommt Deutschland. Ja? Also, und da passiert etwas Grundsätzliches. Und das ist insofern ist es wirklich eine Zeitenwende. Diese Globalisierungsperspektive ist sehr wichtig, um zu verstehen, dass wir in Russland Ende der 90er Jahre eine sich formierende Antiglobalisierungsbewegung hatten. Und diese Antiglobalisierungsbewegung hat sich konservativ bezeichnet. Gegen den Liberalismus, der angekommen ist in Russland als Neoliberalismus und im Grunde auch als Desaster, also als sozioökonomisches Desaster. Und eben auch als Pseudodemokratie. Also ich möchte vor ihren Augen jetzt nicht Jelzins Machtpolitik und also das möchte ich jetzt nicht auswalzen. Also gegen den Liberalismus, also es ist eine antiliberale Antiglobalisierungsbewegung, die Liberalismus mit dem Westen auch gleichsetzt. Das ist ein Unterschied zu anderen großen Ländern. Und die aber auch einen antikommunistischen Gestus hat. Also was bleibt dann? Liberalismus nicht, Konservatismus, Kommunismus nicht, also Konservatismus. Also eine konservative Antiglobalisierungsbewegung. Und wenn wir das nicht sehen, dann greifen wir immer zu kurz, und das ist im Grunde ein Grundproblem der ganzen westlichen Interpretation. Wir gucken immer wie ja, auf die Schlange Putin, ja, was er tut, was er denkt und so weiter, aber wir begreifen nicht, dass es eine Bewegung gibt und dass sie auch Putin verändert hat. Und wie erklären wir dies? Und das hängt damit zusammen, dass es also im Grunde seit dem Ende der 90er Jahre diesen Prozess gibt. Eine Abkehr, also ein Prozess, sich vom Westen abzugrenzen. Die Messgrundlage ist China. Und man hört das dann noch ganz oft, ja, wir sind gleichermaßen gestartet wie China. Wir hatten eigentlich bessere Ausgangsbedingungen. Kann man darüber nachdenken, ob es wirklich so ist? Weil wir industrialisierter waren. Ja. Wir hatten Schlüsselindustrien. Und gucken wir hin, wo ist jetzt China und wo sind wir? Das macht die Sache auch so dringlich, das macht sie auch so hart und brutal. Und wenn wir jetzt über Netzwerkgesellschaft, Weltgesellschaft reden als Soziologen, Soziologinnen, dann haben wir unter die Tendenz, eben wirklich vor allem Netzwerke zu denken, also horizontal und eigentlich Hierarchien zu wenig zu denken, wenn ich das mal sagen darf. Ist die Globalisierung ein machtfreier Prozess gewesen? Ist die Netzwerkgesellschaft ein nicht vermachteter Raum? Nein, und so wird er auch wahrgenommen. Also gerade aus dieser russischen Konterbewegung ist eben Globalisierung gleichgesetzt mit amerikanischer Hegemonie. Ja? Und einer der frühen oder der, also langjährigen grauen Eminenzen im Kreml, Surkow, der bis 2011 in der Kreml-Administration war, hat mal gesagt, also wir dulden, also wir akzeptieren, also wenn wir im Grunde abgeben, eine Großmacht zu sein, dann dulden wir keine andere Großmacht über uns. Das war 2006. Ja. Es gibt also verschiedene Schübe, ja. 2003, 2004 mit der Jukos-Affäre, da ist aber noch einiges anderes passiert, 2000 und vor allem die Orange Revolution spielt eine riesige Rolle, 2012 die Rückkehr Putins, die Proteste in Moskau, aber eben auch die Ausweitung der NATO, der arabische Frühling. Also viele Punkte spielen hier. 2012 ist ein wichtiges Schlüsseljahr. 2014, wir haben 2020 die Verfassung, das Umschreiben
in einem quasi konservativ-autoritären Sinne. Und wir haben 2022 die offene Kriegserklärung an die Ukraine, deren Westorientierung und damit auch an den Westen. Und im Grunde die Aufgabe, Europa vom Westen zu differenzieren. Es gab ja lange Hoffnung, dass die Deutschen sich irgendwie anders verhalten und dass man da so eine Special Relationships wieder aufbauen kann, die sehr misstrauisch von den Osteuropäern beäugt worden ist und aus diesem guten Grunde auch nicht gemacht worden ist. Aber das ist im Grunde alles vom Tisch. Wir haben im Grunde tatsächlich jetzt schon eine Zeitenwende, deren Konsequenzen wir noch nicht überschauen. Spannend ist, was bedeutet das jetzt für einen Bruch mit dem globalen westlichen Finanzsystem? Ich habe gerade unlängst gelesen, vorgestern, dass also China und Russland dabei sind, ein alternatives Finanzsystem aufzubauen. Wir haben die Abkopplung von der Infrastruktur, also dieses Thema souveränes Internet ist schon ein bisschen älter. Das hat natürlich jetzt einen massiven Schub erfahren. Aber schon 2014, nachdem das erste Mal der Westen gedroht hat, damit SWIFT abzuschalten, also Russland von SWIFT abzuschalten, hat Russland angefangen, ein eigenes Kartensystem aufzubauen, das heißt MIR. Und hat im Grunde alle Gehälter, Staatsgehälter und alle Pensionen darüber laufen lassen. So kriegt man sowas natürlich auch mobil. Und die Idee ist, dass das vielleicht für die Eurasische Union dann insgesamt funktioniert und dass man das verkoppeln kann mit China. Also da werden an alternativen Strukturen gearbeitet und ich fürchte, das beschleunigt sich jetzt. Wir haben das Wissenschaftssystem, da denken wir jetzt natürlich auch gerade als Forscherin über Osteuropa und Russland, im Besonderen, na, was bedeutet das, wenn wir jetzt im Grunde diese ganzen institutionellen Bindungen kappen? Das ist natürlich verheerend, aber auch dieser Prozess begann viel, viel eher. Ne? Das Gesetz gegen die ausländischen Agenten wurde eben auf einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgeübt. Es wurde sehr viel schwieriger, quasi jenseits institutioneller Kooperationen Projektgelder zu vergeben. Also das hat sich sehr lange schon vorbereitet. Und was jetzt kommt, ist, dass also Russland offiziell darüber nachdenkt, eigene Leistungskriterien zu entwickeln für die Bemessung guter Wissenschaft. Also auch da erleben wir einen Schub. Wir erleben die Nationalisierung der Eliten. Und wie es eine spannende Frage für autoritäre Regime ist, was passiert mit dem Reiseverkehr? Weil im Grunde der Unterschied zu Totalitären, also bisher haben autoritäre Regime immer ausgezeichnet, dass sie eben diese Freizügigkeit hatten. Es wird wirklich interessant, Covid hat das ja ein Stück weit vorbereitet, die Leute, die jetzt ausreisen wollten, hatten ja oft gar kein Schengen-Visum mehr, wie weit das wirklich eine Schließung ist. Ob Russland wirklich ein Paria-Staat wird, das müssen wir sehen. Da bin ich nicht ganz so sicher, wenn wir uns anschauen, dass Türkei schließt sich nicht den Sanktionen an. Indien hat Ende 2021 einen riesigen Investitionspakt mit Russland geschlossen und vertritt primär auch seine nationalen Interessen. China, wie gesagt, das habe ich erwähnt, versucht irgendwie sich nicht klar zu positionieren. Alle diese Länder versuchen sich im Moment nicht klar zu positionieren. Was aber eine Deutung wäre, dass wir tatsächlich auf so eine Art bipolare Welt hinsteuern, und da würde ich Ihnen zustimmen, hängt es auch sehr stark davon ab, wie sich die USA weiter verhält. Aber das ist nicht das Szenario, was Russland will. Also die Idee auch quasi dieser Ideologen der Gegenbewegung ist eigentlich eine multipolare Welt, wo Russland quasi das eigene Claim hat, den eigenen Raum, ja, und nicht also der Juniorpartner von China oder wenigstens jetzt der Anführer der Blockunabhängigen. So kommt das dann wieder. Das wird wohl eine Illusion sein. Aber die Abgrenzung zum Westen, die ist eben nicht nur eine Raumfrage, sondern die ist auch eine kulturelle Frage, oder nicht nur auch eine Propagandafrage, sondern auch eine kulturelle Frage. Und da kommen wir eben auch wieder auf diese Punkte, dass das auch eine Kritik, ein Stück weit auch eine Reaktion darauf ist, wie ist der Kapitalismus in Russland, überhaupt im postsowjetischen Raum
1990 angekommen. Und das, wenn du sagen, du sagst, du bist eine Alternative, dann brauchst du irgendwas Positives. Das ist zwar oft spiegelbildlich, ja, also man knüpft quasi an bestimmte Sachen an, wie also das große Gender-Thema, ne, das ist sagen, liest sich so ein bisschen spiegelbildlich, dass im Grunde alles das, was sagen, neuere Entwicklungen im Westen sind, jetzt quasi abgelehnt wird und als eigenen positiven Wert verkauft wird, was ganz gut anknüpft an sowjetische Traditionsbestände, zumindest was die Homophobie angeht. Aber du brauchst irgendwas, was Positives. Und das ist eigentlich das große Defizit von Russland bis heute. Also sie versuchen zwar große ideologische Arbeit zu machen, aber das ist und bleibt eklektisch. Ja, und was also eine große nationale Mobilisierungsidee für Russland sein könnte, und das ist eigentlich nach wie vor unbeantwortet, und dann kommt immer der Zweite Weltkrieg. Ja, als das, was... Zwei letzte Punkte. Wir reden über Imperium. Russland sieht sich als Pionier für eine postkoloniale Welt. Ja, das muss man mal auch sagen, auf der Zunge sich zergehen lassen. Und der Begründungszusammenhang, ich glaube, den habe ich angedeutet. Letzter Punkt, warum braucht Putin nur so unbedingt die Ukraine? Ich denke, dass unsere Diskussion in Deutschland auch wieder ein bisschen zurückwärtsgewandt ist. Jetzt haben wir, nachdem wir erst gedacht haben, Putin ist ein rationaler, pragmatischer Typ, der also Ideologie immer für die anderen benutzt, haben wir jetzt festgestellt, okay, der glaubt jetzt selber an bestimmte Sachen, die er immer erzählt hat. Ist er jetzt ein Opfer seiner eigenen Propaganda? Können wir drüber Rätsel raten. Aber ich denke, oder Einflüsterer von ein paar Leuten, das ist alles zurückgegriffen, wenn wir immer nur denken, es geht um die Restauration eines historischen Zustands. Nein, es geht um den Platz Russlands in der Neuaufteilung der Welt. Und das ist räumlich gedacht, aber eben auch geoökonomisch und geokulturell. Und die Überzeugung der russischen Elite besteht darin, ohne Ukraine geht das nicht. Und ohne Belarus. Da kommt die ganze Härte her. Dass sie das Gegenteil erzeugen, ja, dass im Grunde seit 2014, Sie haben es schön beschrieben, eine quasi antirussische nationale ukrainische Identität sich entwickelt, die jetzt noch mal einen solchen Schub bekommen hat, das ist ein sehr hoher Preis. Und insofern wird dieses Projekt scheitern, aber wir wissen nicht wann. Ja, vielen Dank. Möchten Sie gleich reagieren, Hubert? Oder? Eine Frage, die sich anschließt. Warum Krieg? Also warum, das ist ja nicht der erste Krieg, aber wir haben ja mit dem Krieg zu tun, der ja durchaus offenbar propagandistisch auch schwer fällt, aber trotzdem als sein Mittel des Handelns völlig unproblematisch ist. Und das ist ja durchaus etwas, was nun auch schon vor dem Krimkrieg eine ganze Weile auch gegen die Prinzipien, die auch von Russland und auch von Putin geteilt wurden, gehen. Also wie ist es möglich, dass der Krieg legitimierbar ist, der Ukraine-Krieg schwer legitimierbar, die anderen aber waren auch Kriege. Warum ist der Schritt zum Krieg? Also reicht es zu sagen, dass wir ein großmilitärisches System haben, dass das sozusagen die institutionelle Legitimation schon ist, ist der Aktion, warum Krieg? Und die zweite Frage wäre auch, das ist so ein bisschen der Punkt, Kultur als etwas, was territorial bestimmbar ist, ist ja schon eine sehr, muss man den Kulturleuten auch mal sagen, eine sehr problematische Veranstaltung. Die hat der amerikanische Imperialismus, wie er so hieß, ist ja eher durch die Wanderung von Wissen und Gegenständen gelaufen und nicht gerade nicht, das war der Vorwurf hier, die Form des Imperialismus, gerade nicht durch den Aufbau von Grenzen. Also hier ist schon das Besondere, und damit schließe ich diese kleine Zusatzfrage an, die Kirche spielt eine besondere Rolle, die orthodoxe Kirche, der Wiederaufbau der orthodoxen Kirche in Kiew und die Spannung, die damit offenbar auch im Legitimationsapparat, auch im russischen Legitimationsapparat offenkundig vorhanden sind, mit dem alten Anspruch, der ja mit Kiew verbunden ist. Das sind nicht verbundene Fragen, unterschiedlich, aber dass Sie auch besonders gut jetzt sich in Russland auskennen, würde ich das ganz gern versuchen, Sie zu fragen. Ja, zunächst mal eine Vorbemerkung. Also eins der historischen Bilder, die man immer wieder liest, ist, dass Russland eigentlich in so einem Pendel sich bewege zwischen Ost und West, ne? Und zwischen Revolution und Konterrevolution. Und
Der ganze Putinismus ist sagen ideologisch eigentlich damit gestartet, dieses Pendel anzuhalten. Nicht unbedingt im Osten, das wollte die konservative Gegenbewegung. Und da haben sie ja auch das Regime immer weiter hingeschoben. Aber dieses Anhalten dieses Pendels, also im Grunde, was ich beschrieben habe, bedeutet ja letztlich auch, dass Russland sich vom eigenen inneren Westen verabschiedet. Sie reden immer vom inneren Osten, aber sie verabschieden sich vom inneren Westen, weil natürlich die russische Kultur sehr stark auch geprägt ist von der Interaktion mit Westen, was damals Westeuropa war. Heute ist Westen eigentlich zum Teil die USA, aber eigentlich die globale Finanzelite und die transnationalen Konzerne, die transnationalen Strukturen. Das ist Westen heute. Das ist auch interessant, was Westen eigentlich ist. Also insofern, und das sehen wir ja jetzt, wer migriert. Ja, wer migriert jetzt? Das ist im Grunde die kreative Klasse und die Westler sozusagen. Ja. Die Frage, warum Krieg, ist eine sehr wichtige und ich weiß auch nicht, ob ich sie wirklich perfekt beantworten kann. Sie haben eigentlich selber in Ihrem Beitrag einen Hinweis gelegt mit der Militarisierung der Gesellschaft und auch die russisch-orthodoxe Kirche und die Religion hat sich immer als wehrhaft verstanden. Also nicht nur sagen, dass sie auch eingestiegen sind und dass auch schon unter Jelzin das zugelassen worden ist, dass man die Kirche als Legitimationsgrundlage braucht und damit im Grunde auch näher wieder an den Staat rangezogen hat, dass man also dann eben auch wieder Kirchen Kasernen untergebracht hat, dass man also Kanonen segnet und all diese Dinge, die sind ja seit Mitte der 2000er laufen die. Also insofern gibt es also auch in der russisch-orthodoxen Tradition so diese Idee des Wehrhaften schon ist mit, zumindest mit angelegt oder wird jetzt betont, sagen wir es mal vorsichtiger. Das ist das eine und die autoritären Strukturen sprechen sich ja auch Bände und auch die Veränderung in der Machtelite. Also das im Grunde war das immer ein sehr konfliktreiches, diese russische Elite auch unter Putin, das waren immer verschiedene Fraktionen. Und da gab es eben auch immer die Systemliberalen, die hatten die Wirtschafts- und Sozialpolitik unter sich, die Zentralbank bis heute. Und dann Kulturpolitik, dann zunehmend die Konservativen und so weiter. Also es waren verschiedene Fraktionen und die sogenannten Siloviki, die Sicherheitsleute, haben eigentlich sukzessive an Einfluss gewonnen. Und das spielt natürlich, also die Innerelitenstruktur spielt eine große Rolle, der zunehmende Autoritarismus. Und ich würde sagen, die grundlegende Überzeugung, dass man irgendwie nicht attraktiv, also das fehlende Selbstbewusstsein, dass man mit anderen Mitteln es kann. Also dass man, ich meine, wenn man eine ernsthafte Eurasische Union bauen will, ja, 2015 wurde die ja faktisch gegründet, dann muss man doch eigentlich ökonomisch attraktiv sein und sich da richtig reinknien und was Ordentliches zustande bringen. Und da fühlt sich eher sozusagen in dieser Vorstellung von sozialen Wirtschaftsraum und dass man auch diesen quasi den unabhängigen Republiken permanent misstraut, dass die vielleicht doch ausbüchsen, mit den Chinesen zusammen machen, dann doch wieder mit den Amerikanern und versuchen da irgendwie Gleichgewicht hinzukriegen, dass es das letzte Mittel ist. Und deshalb ist meine These, das, was wir jetzt sehen, ist eigentlich der letzte historische Versuch. Daher die Härte und eigentlich ist es ein Ausdruck von Panik, so würde ich sogar zuspitzen. Ich hätte noch eine Frage, Herr Dunsker, an Sie eine Frage, ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Ich meine, wir reden über Russland, nicht über Ukraine. Der Krieg ist in der Ukraine, wird umkämpft und die Ukrainer sind die Opfer, aber gleichzeitig auch, wie sagen wir so, postheroisch, wenn man das so sagen darf, mit Münkler. Das, also dann der Weiße, sie wehren sich in einer Weise gegen Russland, sodass man sich fragen muss, wenn wir über die Propaganda sprachen, warum hat die in der Ukraine nicht gezogen? Wie ist das, wie ist, wenn man so will, auch diese Heldenhaftigkeit, die auch den Krieg nun hält, erklärbar für sie? Denn die Propaganda war in Russisch, Russland war präsent, hat ja wie auch hier versucht einzugreifen und offenbar auch erwartet, dass die Propaganda zieht.
Das war ja die Idee auch des Krieges, wenn man so genau betrachtet. Aber die Ukraine steht und hält sich als Fahne, eine Mahnung an die Freiheit sozusagen, steht aufrecht. Wie erklären Sie sich das? Okay, vielleicht würde ich ein paar Wörter insgesamt sagen, auch zum Thema, warum Krieg. Also aus meiner Sicht war das so, dass das völlig nicht geplant war, dass Situation so kommt, wie so in den letzten einen Monat passiert ist. Also Idee war am Anfang, dass alles wird wie in der Krim in 2014. Was hat meistens passiert? Na, okay, Rubel war 1:50, wird 1:80. Na und? Also mehr oder weniger nichts mehr. Also fast alle Beziehungen bleiben, alles bleibt wie früher. Und die Idee war, dass ja, die Leute würden einfach alles akzeptieren. Krieg wird sehr, sehr schnell fertig, also zum Ende kommen. Okay, Welt wird ein bisschen, ja, wird nicht froh werden und dann Rubel geht ein bisschen wieder nach unten. Aber doch, Russland kann bestimmt größer werden und manche Teile würden wieder zu Russland ja, akzeptiert oder sowas. Und deswegen war das der Plan. Aber die Situation in der Krim und in Ukraine selbst ist wohl unterschiedlich. Also wirklich, Krim war immer so eher zu UdSSR-Zeiten vermisst. Und Ukraine selbst hat für eine lange Zeit versucht, also Selbstständigkeit wirklich eine eigene Land zu bauen und seit 1991 hat es ist 30 Jahre Zeit, dass es kommt. Aber ehrlich gesagt, diese hellen Sachen, aus meiner Sicht, es ist sehr, sehr typisch, nicht nur für Ukraine, also allgemein für post-sowjetischen Raum, für Russen, für Ukraine ist es sehr, sehr typisch. Also die haben die schwierigsten Zeiten zusammen. Das war eine große Nation, also die waren wirklich, die kämpfen zusammen. Und deswegen war das auch eine große Fehler von Putin, zu denken, dass alle wirklich gleichzeitig, also das alles wird ähnlich zu 2014. Also Sie hatten am Anfang die Propaganda ja so stark gemacht und die Bedeutung der Propaganda in Russland. Und wir wissen, dass die Propaganda ja auch bis hier nachgehallt hat sozusagen, aber offenbar ganz wenig in der Ukraine. Mehr oder weniger ist es so. Also zum Beispiel, ich lese ständig zwei Seiten, ich lese ständig typische russische Neuigkeiten, also auch ukrainische. Und jeden Tag kommt mindestens 3-4 Neuigkeiten auf russischer Seite, was in Amerika schlicht passiert ist oder überhaupt, ob irgendwelche Regierungen was nicht richtig, obwohl das ist Kleinigkeit, es ist nicht wirklich, aber es war einfach wirklich so gezeigt, dass ja, dort ist alles schlimm, dort die Leute sind nicht gute Leute und unsere Leute sind die besten Leute. In der Ukraine, also Geschichte ist einfach anders. Also Ukraine hatte unterschiedliche Präsidenten. Also es war nie Idee von jemand ein Idol herzustellen, was ist zu bilden. Ja, also deswegen, also es ist einfach unterschiedliche. Also es war nie Propaganda in der Ukraine, also seit 91. Deswegen. Ist es ein großer Unterschied? Wenn ich darf, oder? Genau, und danach die zwei Wortmeldungen aus dem Publikum, aber gerne Sie. Ja, ich würd gerne da was ergänzen zu dem, was jetzt gerade schon eindrucksvoll gesagt worden ist. Wir müssen wirklich 8 Jahre Krieg einrechnen. Also der Euromaidan, der Euromaidan genannt wird, war nicht von Anfang an jetzt so, also gab es natürlich Akteure, die also einen proeuropäischen Weg einschlagen wollten. Aber es ging ganz stark, und das war ein Auslöser, gegen die Korruption, ja, gegen diesen abgewirtschafteten Präsidenten. Das waren die Auslöser, ne? Und die
Pro-Europäer eher eine kleine Gruppe. Und das kippte schon während des Euromaidans. Dann sind ja auch tatsächlich dann auch ukrainische Nationalisten auch im Euromaidan sehr aktiv geworden. Und das kippte. Und mit dem Krieg, hat denn im Krieg gegen die Russen gekämpft? Nicht die Westukrainer, das sind die Ostukrainer. Das heißt, eigentlich findet schon seit 8 Jahren ein Krieg in der Ostukraine statt, nicht in Lviv. Ja, das ist die Erklärung. Und das ist wirklich interessant. Also das kann man eigentlich, das gibt wissenschaftliche Studien, Kollegen, die das immer wieder gesagt haben, dass in der Ostukraine das gekippt ist. Dass er das nicht gewusst hat, mag mit den Strukturen, hierarchischen Strukturen zu tun haben, dass er sozusagen bestimmte Informationen nicht mehr erhalten hat, also dass er deshalb eben das so fehlkalkuliert hat, erklärt aber immer noch nicht, warum jetzt, ja, warum nicht. Ne? Und so wie sich die Ukrainer darauf vorbereitet haben, hat sich auch Russland darauf vorbereitet. Er hat eben sozusagen die Reservebildung, wir müssen uns das vorstellen, Russland hat einen Reservefonds im Januar von 630 Milliarden Dollar gehabt. So, während der ganzen Covid-Pandemie, wo wir alle Gegenmaßnahmen ergriffen haben, ist davon wenig ausgegeben worden, ist auch relativ wenig investiert worden. Ja? Also sitzen auf einem riesen Berg, das nicht, und zwar dieser Reservefonds über Jahre nicht ausreichend investiert worden ist, sondern immer als ein Krisenfonds. Hat bei der Finanzmarktkrise auch geklappt. Russland hat sich selber in der Finanzmarktkrise 2019 selber rausgezogen mit diesem Reservefonds aus dem, hat die Krim-Postkrise selber quasi halbwegs überwunden mit schwachen Wachstumszahlen dann danach. Ja, sie konnten nicht einkalkulieren, dass der Westen quasi die Hälfte des Geldes einbehält. Die Zentralbankchefin war offensichtlich nicht in die Kriegspläne eingeweiht, wollte dann auch gleich zurücktreten. Anders kann man es nicht erklären, warum also im Grunde es eben keine komplette Vorbereitung auf eine Kriegswirtschaft stattgefunden hat. Das ist ziemlich sicher, dass das nicht stattgefunden hat. Aber man fühlte sich vorbereitet. Der Ölpreis steigt wieder, man kann sich selber versorgen mit Energie, man ist ein Getreideexporteur, das heißt, auch seit 2014, 2015 ist enorm investiert worden in den Agrarsektor. Also man kann sich in diesen beiden wichtigen Sicherheitsfragen selber versorgen, man hat genug Geld und wenn es schnell geht, macht der Chinese, okay, wenn es nach den Olympiade ist, ich weiß nicht, ob er es gewusst hat, aber jedenfalls hat es nicht während der Olympiade stattgefunden, das ist mal sicher. Ja? Die Frage ist eben, warum jetzt? Also das Gefühl, eine Erklärung könnte eben sein, man fühlte das jetzt sozusagen den richtigen historischen Moment gut vorbereitet, mit der neuen Verfassung, die Gegenelite ist so geschwächt, dass sie faktisch nicht mehr existent ist, jedenfalls in Russland, das ist der richtige Moment, das jetzt endlich zu beenden. Ja? Aber ich würde trotzdem sagen, da steckt irgendwie schon so eine Angst dahinter, den Zug der Zeit zu verpassen. Und da man es nicht ökonomisch kann, muss man es militärisch machen. Das wäre so meine Antwort. Ja, vielen Dank. Ich glaube, Sie sind neben einer Erzfest, genau. Gehen Sie einfach da, genau. Hallo, ich bin Sebastian. Danke für die Veranstaltung, richtig toll. Ich habe eine Frage über die Metapher des Raums, weil ich habe das Gefühl, dass das eine ganz große Rolle spielt, wenn man jetzt auch sich die Überschrift anschaut. Ich habe mir vorhin überlegt, wenn man da so die Copula so ein bisschen variiert, Kampf von Räumen, Kampf der Räume, also jede Überschrift würde irgendwie so ein bisschen passen. Und genau, das würde ich einfach nur, dass Sie das vielleicht mal so kommentieren, was Ihre Meinung darüber ist, die Rolle von der Raummetapher in dieser Auseinandersetzung. Und dazu vielleicht so zwei Beispiele als Punkte. Einmal so diese Gegenüberstellung von sozusagen den Westmächten der NATO, die quasi was da oft bemüht wird, ist so die offene Tür. Die offene Tür, alle demokratisch nur interessierten Völker der Welt können sich der NATO anschließen. Und dem gegenüber steht sozusagen dieser Containerraum Russland, China. Genau, das habe ich das Gefühl, dass es gegeneinander so gestellt wird.
Das wäre so ein Punkt. Und dann auch nochmal, also vielleicht, ich denke, das hat auch was mit Räumen zu tun, zwar diese Formulierung der, was wir auch schon jetzt Thema war, so bipolare Welt oder die beiden Machtblöcke, die sich gegenüberstehen. Und wenn man sich jetzt, ich habe bei dieser Metapher so das Gefühl, dass quasi andere, kleinere Räume, Zwischenräume, wenn man mal in dieser Metaphernwelt bleibt, da so verloren gehen oder ungesehen bleiben, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wer sich den Sanktionen gegen Russland angeschlossen hat, sind das natürlich wieder der typische, der globale Süden, der sozusagen da irgendwie sagt, das ist nicht unser Krieg. Und genau, jetzt mal so als Beispiel, so als Illustration, wie mächtig diese Raummetapher da spielt in ganz viele Dimensionen. Und da würde ich ganz gerne vielleicht von Ihnen ein paar Worte zuhören. Danke. Magst du was sagen? Ich gehe jetzt mal nicht aus der Moderatorenrolle raus, sondern überlasse dir die Antwort. Drängst mich wieder in diese Rolle. Ja, vielen Dank für diese Frage. Also vielleicht auch die Möglichkeit, um das ein bisschen zu korrigieren. Wir betrachten die Räume nicht als eine Metapher, sondern als eine grundlegende Form, in der wir handeln. Mindestens so wichtig wie die Zeitlichkeit und dass Raum für alle, für den Umgang für uns sehr wesentlich ist. Dabei sollten wir aber betrachten, dass der Raum einfach nicht nur diese architektonische Box ist, in der wir sind, sondern schon eben jede kleinste Bewegung Raumbewegung ist. Wir würden auf den Vorschlag von Martina Raum grundsätzlich erstmal als ein relationales Phänomen betrachten, aus dem wir auch ableiten können, dass aus manchen Relationen, man baut eine Mauer, dann ist die Relation weg, man baut noch ein paar Mauern drumherum, dann ist ein Container geschaffen und keine Relation mehr. Dass also wir auch die Bildung von solchen begrenzten Räumen, Territorien ableiten können. Die Nationen sind Musterbeispiele, die mit dem Westfälischen Frieden entstanden sind, die durch Grenzen und die innere Bestimmung eines Staatsvolkes funktionieren. Ich bin übrigens nebenbei der Meinung, dass die Corona-Krise dazu beigetragen hat, weil sie diese Schließungstendenzen und die Herrschaft über das Volk, die Bevölkerung, sehr viel erleichtert. Die ganzen Kommunikationssysteme funktionieren auf diese Weise schon. Die Schließungen sind schon mit Corona vollzogen worden, in China übrigens nebenbei, in massiver Weise. Wie auch immer. Das ist also nur eine besondere Form. Wir würden das aber nur als eine Form ansehen. Und unter den gegenwärtigen Prinzipien würden wir das, was eben unter Globalisierung, Weltgesellschaft, Transnationalisierung, Digitalisierung standen, ist als ein Gegenprinzip ansehen, das im Unterschied zum Territorium eben diese Netzwerkstruktur hat. Die kann durchaus, also die war am Anfang flach gedacht, wir haben aber schon mit Castells und anderen gelernt, dass Netzwerke ganz andere Merkmale ausbilden können, die Kommunikationsmacht, Google und so weiter. Allerdings immer noch in Netzwerken und immer noch unbegrenzt. Das war das Anfang als Prinzip. Und die Idee von Martina, dass wir diese verschiedenen Figuren haben. Wir würden allerdings nicht nur zwei Figuren. Mein Argument war ja, dass hier das Problem wirklich ist und das ist das, was Putin auf seiner autokratischen Spitze eben durchsetzen kann, hier eine harte Territorialität und seine imperiale Territorialität aufbaut und damit die Netzwerkstrukturen, das merken wir ja durch Verkauf, durch Wandel, durch Reisen und so weiter, vollständig auflösen. Man merkt schon an diesen territorialen Abgrenzungen, die schwache Form wäre Brexit gewesen, schon hier die Unterschiedlichkeit und die Konflikthaftigkeit dieser Raumform. Deswegen denke ich, dass die Refiguration ein sehr, sehr gutes Beispiel ist, wobei die Refiguration nicht nur sagt, dass hier ein Konflikt ist, sondern dass hier neue Formen sich ausbilden. Zum Beispiel dieses starke Netzwerk, das in Russland nach innen funktioniert. Das nach innen Netzwerk ist, multikulturell, ja postkolonial als Netzwerk funktioniert, aber geschlossen, rabiat und brutal und mit Polizeimacht, mit großer Kontrolle, zu der die digitalen Systeme kommen, geschlossen. Ich bin mir nicht sicher, und das wäre eine der Fragen, ob das bipolar werden muss. Mein Eindruck ist, dass Putin und die Russen haben
die Multiple Modernities gelesen und wollten die dritte Moderne, die andere Moderne, die andere russische Moderne, also unter anderem als Legitimationssystem aufbauen. Das ist ja Lenin im Prinzip schon gewesen, wenn man es genau nimmt, und baut eine Art von eigene Form, legitimatorisch jedenfalls, sodass hier durchaus andere Varianten drin sind. Ich bin auch sicher, dass, oder es sieht so aus, als ob China diesen Weg der Abgrenzung nicht geht und dass eher digitalisiert funktioniert und nicht territorial durchhalten will, wie mir scheint. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir wollen auch nicht bipolar sagen, sondern die Bipolarität ist im Fall des ukrainischen Kriegs sehr deutlich, weil die Ukraine in einer Entschiedenheit nicht westlich, nicht nur demokratisch, sondern für diese Prinzipien, inklusive übrigens der Versendung der Flüchtlinge, in einer unglaublichen Wanderungsidee, Netzwerkidee dabei ist, das ist bis zur Verteilung dabei. Die Ukraine hält das in einer Weise aufrecht, wie eine Flagge. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Also ich glaube, es knallt hier wirklich aufeinander und ich glaube, dass diese Refigurationsidee wirklich das sehr teilweise erklären kann, bis auf diese brutale Gewalttätigkeit. Wir haben einiges schon gehört. Ich denke, dass die Militarisierung wirklich wichtig ist, auch die Militarisierung der Ukraine, für die Möglichkeit, sich wehren zu können, was ein Merkmal der post-sowjetischen Staaten, also außer dann der ehemaligen DDR zum Beispiel, oder Deutschland insgesamt, da ist sie, wie wir gelernt haben, aber dass dieses Refigurationsmodell hier ganz gut funktioniert und wir möglicherweise schon diese Schaffung der neuen Form, dieser Bounded Networks zum Beispiel dergleichen, jetzt schon beobachten können. Aber ich bin kein Politikwissenschaftler, also ich bewege mich, ich kann ja nur von einem quasi abstrakten Prinzip her als Sozialtheoretiker ein bisschen reden und hoffen, dass man das übersetzen kann, weil ich mich auch in der Ukraine nicht auskenne und weil wir leider auch diesen Raum relativ schwach abdecken. Ich kann aber, die Ehrenrettung ist, normalerweise reden wir nicht über diese großen Gebilde. Das ist eher das Exzellenzcluster, das liberale Skript, das Ende des liberalen Skripts ist eher zuständig dafür. Wir sind sehr, sehr stark auf relativ kleinerem Niveau, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Modell, das hier leider zutrifft auf eine Weise, die normalerweise also sehr produktiv, also Konflikt heißt ja nicht, dass Probleme auftreten müssen, also dass es Kriege geben muss, sondern dass hier ein Krieg auftritt, ist das erklärungsbedürftig. Und das ist eigentlich die Frage, an der wir ein bisschen auch über die wir reden, ohne dann auch leider über den Inhalt dieser Sache eingehen zu müssen und glücklicherweise nicht Teil dessen sein zu müssen, nämlich was dieser Krieg eigentlich faktisch für die Leute, die darin verstrickt sind, bedeutet. Wir sehen das nur, wir ahnen das persönlich nur, aber wir können trotzdem versuchen, zum Beispiel, das meine ich auch, ein paar Fehler nicht zu machen. Und ich meine auch, dass die Bundesregierung gerade zu sehr zumacht, zu sehr renationalisiert und die Potenziale, die sich europäisch zeigen, nicht nutzt und wenigstens diese transnationale Einrichtung, die glücklicherweise noch funktioniert, besser denn je, nutzt. NATO wird ja genutzt, glücklicherweise, ob das jetzt ein Netzwerk ist, weiß ich nicht, aber die EU wäre jedenfalls eine der Einrichtungen, die an dieser Stelle unglaublich viel mehr machen könnte und mehr Rechte haben sollte und mehr gebaut werden sollte, als das jetzt meines Erachtens in dieser Phase gerade jetzt passiert. Und jetzt werden die Weichen gestellt, so wie ich das sehe, wenn das eine Antwort auf Ihre Frage ist. Wollen Sie schon mal an das Mikrofon gehen, Frau Blum? Wollen Sie noch was zur bipolaren Strukturierung sagen? Oder ist das im Moment gut? Also die bipolare Struktur war bezogen auf China und Amerika. Und ich denke, das ist noch nicht entschieden. Es gibt eben Tendenzen in diese Richtung. Es ist kein wünschenswertes Szenario. Und es wird, denke ich, auch von den Amerikanern abhängen, ob das entsteht. Und da weiß ich jetzt nicht, ich habe bisschen den Eindruck, dass Biden da doch in diese Richtung marschiert. Und das ist, denke ich, für Europa schwierig, für Deutschland sowieso. Ich bin mir übrigens nicht ganz sicher, ob diese europäische Karte nicht doch mehr gespielt wird, als sie jetzt darstellt, aber das ist ein neues Thema. Wir wissen sicher auch mehr darüber. Jo, ich entschuldige mich vorab, wenn meine Stimme gelegentlich einbricht, weil ich sehr stark im Thema, also im Geschehen bin. Und ich wollte erstens ganz, ganz stark protestieren zu dem Gesagten, zu der scheinbaren Gleichsetzung der Ziele und politischen Kulturen
von ukrainischen und russischen Bevölkerung, weil ich eben das eine sehr mächtige koloniale Narrative finde. Und vor allem von Russen habe ich sehr oft gesagt bekommen, ihr seid doch ja gleich wie uns, ihr seid doch auch, die seid Russen, aber die sich irgendwo geirrt haben, ihr seid Malo, also Kleinrussen. Und ich wollte da behaupten, dass es schon einen Unterschied gibt zwischen politischen Kulturen, zwischen zum Beispiel im kleinen Beispiel in Protestkulturen, zwischen dem Fall, wenn Leute in besetzten Städten vor den Panzer gehen und die blockieren, und der Leute, die jetzt bei den Protesten in Russland, wo eine Gruppe von 30, 40 Leute von einem einzigen Sonderpolizist flieht. Ich sage es nicht, um Ukraine jetzt so zu glorifizieren, und ich sage es nicht, um jetzt demokratisches Streben unter liberal gesinnten Russen zu verabschätzen. Auf keinen Fall. Ich bin glücklich, dass ich nicht jetzt die Situation konfrontiere, wo ich in Russland sitze und mich bedroht fühle, nicht nur von Sonderpolizisten, sondern auch von meinen Mitbürgern, die auch sehr starke imperialistische Narrative in sich tragen, weil das habe ich auch von meinen russischen Bekannten und Freunden gehört. Ich will nur bitten, dass da sehr, sehr vorsichtig damit umgegangen wird. Kurzer Kommentar zum Thema Krim. Die Situation sei kompliziert. Ich bin kein studierter Sozialpolitik- oder Geschichtswissenschaftler, Historiker, aber für mich scheint es doch ein bisschen leichter, also ein bisschen einfacher zu sein, und zwar spätestens am Ende des Zweiten Weltkrieges, als Stalin massenweise tausende Tataren, die indigenous Bewohner von einem Halbinsel Krim waren, in die Zentralasien deportiert hat. Ich glaube, da sollte jede Diskussion anfangen um Krim. Und man muss behalten im Kopf, dass nach dem Tataren, die Ureinwohner des Insels, die immer noch eine starke Vernetzung, immer noch eine starke politische Selbstvertretung da versuchen zu aufrechtzuerhalten, trotz aller Repressionen, die jetzt konfrontieren, dass die deportierte Leute jetzt dann später mit russischer Bevölkerung, wie krass das Wort ist, ersetzt worden sind. Das Ähnliche betrifft auch Donetsk-Donbass-Region, wo von Putin behauptet wird, seien russischsprachigen. Ja, Entschuldigung, also in kleinen Dörfern in Donbass wird ukrainisch gesprochen. Ich habe viele Freunde, die besser ukrainisch sprechen als ich, obwohl ich in Kiew aufgewachsen bin. Die Orte, wo es nicht sowjetisch industrialisiert, nicht so stark wurde, sieht man ukrainische Identitäten. Und in diesem Kontext wollte ich fragen als behaupten, obwohl ich schon als nicht professioneller, nicht Expert im Feld bin, aber mir scheint eine dekoloniale Optik eine sehr, sehr mächtige Instrumente zu sein. Ich wollte fragen, inwiefern das angewendet wird, weil ich bin auch jetzt Aktivist, und wir mit unseren Allianz ukrainischen Organisationen hier, wir sehen strukturell hier in Deutschland so eine, bezogen auf die Ukraine, eine doppelte koloniale Optik. Also wir sehen russisches koloniales Streben, und meine laienhafte Erklärung für warum Krieg wäre, dass imperiale Regime, welcher seine eigene Identität, das Gefühl der Stärke drauf aufgebaut hat, dass er Nachbarländer beherrscht hat und denen patronisiert hat, jetzt sich bedroht fühlt, eben weil diese Länder sich anders bestimmen. Und ich riskiere jetzt ein bisschen zu selbstsicher, zu unvorbereitet zu klingen, aber mir scheinen die größeren Zeitspannen der Betrachtung auch sinnvoll zu sein, weil
Im 19. Jahrhundert wurde Ukrainisch als Sprache der Lehre, der Publizistik, der Presse auch verboten. Im 18. Jahrhundert wurden kosakische die Staatsgebilden aufgelöst. Und das scheint eine viel längere Geschichte zu sein, als nur was seit 90er Jahren stattfindet. Und für uns scheint es so weit zu greifen. Und ich wollte eben fragen, wie weit Deutschland oder westliche Akademie da die koloniale Optik überhaupt anwendet, weil für uns scheint es eine doppelte Erpressung, sondern vielleicht Gaslighting oder Ignorieren zu sein, wenn wir russisches Imperialismus sehr stark konfrontieren, aber auch von westlichen Welt jetzt als ein Haufen der Länder, die insgesamt Osteuropa heißen, betrachtet werden und dann richtig nicht auch vernünftig erklären wollen, warum uns Worte von Bundeskanzler Olaf Scholz nur Putin sei daran verantwortlich, weil warum uns diese Fragen wehtun, weil wir eben fürchten, nicht weil wir jetzt alle Russen so hassen, obwohl es auch schwer, ich muss zu sagen, damit umzugehen ist, sondern weil wir fürchten, dass wenn jetzt der imperiale Monster nicht richtig zerdrückt wird, dass wir dann in 10, 20 Jahren wieder einen Krieg haben. Und deswegen die Frage, ob diese Optik, die dekoloniale Optik auch angewendet werden sollte. Danke. Und auch in Bezug nicht nur auf Putins Motivationen, sondern auch in politischen Diskursen und Ideen unter russischen Bevölkerung. Danke. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite aus. Ich gucke mal in das Podium, wer gerne reagieren möchte. Wenn Sie möchten, ich will nicht so lange reden. Fangen Sie an, dann würde ich fortsetzen. Ja, also aus meiner Sicht, das ist wirklich schwierig vorzustellen, dass so Probleme von Sprache so groß ist. Also ehrlich gesagt, niemand hat je gesagt, nein, man muss nie Russisch reden oder so. Also das war nie ein Problem. Okay, in der Krim haben alle Leute immer auf Russisch geredet. Also in Kiew reden alle Leute wirklich gut auf Russisch. Es ist nie ein Problem. Und aus meiner Sicht, es ist wirklich schwierig vorzustellen, dass das wirklich ein der wichtigsten Prioritäten für Putin und für Russland ist. Also deswegen, das finde ich wirklich total, also kann nicht verstehen. Niemand hat das hier gesagt, nein, das ist verboten. Ja, ich habe das mit dem Russischsprachigen ins Spiel gebracht, weil das ja der Glaube war. Also, dass man im Grunde, also die Ukrainer, die kleinen Russen, ja. Also es war ja auch übrigens mit kleinen Russen, es war eine Formel, die in der Sowjetzeit nicht zulässig war zu sagen. Also diese Dreiteilung, die uns jetzt schon wieder so von den Lippen kommt, nicht, mit Belarus, Weißrussen, Kleinrussen und Großrussen, das war sagen. Also eine Art von ideologischen Formel, die in der Sowjetzeit unterdrückt wurden. Dann waren das Brüdervölker. Ja? Es ist schon ein Unterschied. Also insofern erleben wir hier sagen, eine großrussische Deutung und also Putin ist ein Großrusse und diese großrussische Deutung ist aber sehr verbreitet offensichtlich. Aus der Perspektive spielt Sprache eine Rolle und auch also die russische Elite und die russische Intelligenz hat schon sehr stark beobachtet die Sprachpolitik der sich abtrennenden Länder. Und die war ja, also wenn man einen Nationalstaat gründet, dann was ist die nationale Sprache? Und da wurde auch am Anfang in den 90er Jahren in vielen dieser Ländern auch Fehler gemacht. Also das führt jetzt sicher zu weit, das auszubuchstabieren. Aber also Sprachpolitik spielt spielt schon eine Rolle in dem ganzen Prozess. Das würde ich jetzt nicht so kleinreden. Aber die Wahrnehmung ist ja im Grunde, gerade die Ostukrainer, die sagen, die Russischsprachigen, das sind unsere. Die zum Habsburger Imperium gehört haben, also diese Vorstellung,
dass die Ukraine eigentlich kein Staat ist, sondern es ist geteilt zwischen zwei. Und die einen gehören eben mehr zu Polen und die anderen gehört eigentlich zu uns. Und das ist unser. Es ist unser. Das ist doch ein gängiges Narrativ. Und da steckt ein Stück weit Täuschung drin. Und deshalb habe ich das vorhin gesagt. Also wer hat denn wirklich gekämpft? Ja? Und wo hat der Krieg stattgefunden? Das ist natürlich auch etwas, was dann auch Konsequenzen hat in der Wahrnehmung. Ich finde diesen Punkt mit der Kultur, diesen Kulturdifferenzen sehr wichtig. Da kann man sicher in die Historie hineingehen, aber es ist auch eine andere Position, wenn du wirklich einen europäischen Nationalstaat bilden willst oder wenn du im Grunde das Erbe eines Imperiums antrittst. Das sind kulturell, politisch, aber auch kulturell Welten. Und da, also auch das unterstützt eigentlich, dass man das nicht in einen Topf schmeißen darf. Und da ist, denke ich, sehr viel eben auch passiert in den letzten 10 Jahren oder eben auch vor allem 8. Und in der Ukraine ist es eben nicht geschafft worden, quasi einen Autokraten fest zu etablieren. Es gab immer konkurrierende Oligarchen, die Macht ging hin und her, es gab echte Revolutionen. Ja, nicht 2004 die Orange Revolution, dann der Euromaidan, also auch eine wortmächtige und aktive Zivilgesellschaft, das sind schon echte Differenzen zusätzlich zu dieser Position. Mit dem Kolonial, ich wollte den Punkt vorhin machen, dass quasi, wir reden davon, dass Russland, also Putin, also ein Großrusse ist und dass er jetzt das Imperium restaurieren will. Da sage ich, man sollte auch ein bisschen gucken, was das für die Zukunft bedeutet und nicht nur einfach restaurativ und historisch das betrachtet. Auch wenn er sich sozusagen so mit Geschichte befasst, sollte man sich davon nicht so sehr beeindrucken lassen. Aber der Gestus ist historisch missionarisch, passt übrigens zu Imperien, ne? Also dass man eine historische Mission hat. Und einer, der sagt, okay, wir sind eigentlich gegen die Kolonialisierung der Welt durch den Westen. Ja? Also einer der Titelaufsätze eines rechten Thinktanks war direkt überschrieben auf Russisch, jetzt beginnt die De-Westernisierung und De-Europäisierung der Welt. Und das ist die Mission Russlands, das voranzutreiben. Also da ist eine ziemliche Ambition dahinter. Und das wird eben in Europa, weil an der identitären Schnittstelle, wo wir im Grunde viele Länder haben, die sagen, zu unterschiedlichen Reichen gehört haben, die sehr multikulturell auch historisch verfasst waren, und auch wechselnde Identitäten hatten und unterdrückte Nationalstaatsbildung. Gerade die Ukraine ist ein gutes Beispiel, nicht Belarus, aber die Ukraine ist ein sehr gutes Beispiel für eine von einem Imperium unterdrückte Nationalstaatsbildung. Und das ist sagen die Gemengelage, in der wir uns bewegen. Und da würde ich, deshalb habe ich das Wort in den Mund genommen vorhin. Aber Sie haben recht, wir müssen darauf achten, wie wir im Westen über Osteuropa reden. Und ich denke gerade in Westeuropa und gerade auch im deutschen Diskurs ist immer noch diese Wahrnehmung Osteuropa, einschließlich Ostdeutschland, rückständig, nicht auf der Höhe der Zeit. Sie müssen noch viel Zivilisatorisches lernen. Und also das ist sagen eine Position, die ist, glaube ich, erschüttert in Deutschland. Aber wir müssen da, glaube ich, noch stärker dran arbeiten. Und das Interesse ist zu schwach gegenüber Osteuropa gewesen. Man ist, glaube ich, in bestimmte Sachen auch reingestolpert. Jetzt nehmen wir so richtig Fahrt auf, aber wir haben auch nur noch 10 Minuten und es gibt auch noch 2 Wortmeldungen aus dem Publikum. Sie, und falls es aus dem Chat auch noch was gibt, dann müsste man das jetzt anzeigen. 20 Minuten? Ja. Okay. Ja, hallo, erstmal auch danke für die Diskussion hier, die ist sehr spannend mitzuverfolgen. Ich wollte nochmal auf einen Anfangspunkt, den Sie gemacht haben, hinaus, ich glaube, Herr Knobloch war das, als es tatsächlich darum ging, nochmal die Territorial
Narrative Russlands gegenüberzusetzen gegen diesen Netzwerkraum, der ja eigentlich entstanden ist, auch mit Globalisierung und so weiter. In dem Zusammenhang habe ich mich gefragt, ob wir nicht mit vielen der A-Sanktionen, die ja wirtschaftlicherseits vor allem verhängt werden, B, aber auch vielen dieser Boykottaufrufe, die jetzt dazu noch kommen, also über soziale Netzwerke, von kulturellen russischen Einrichtungen, von SängerInnen und so weiter, ob wir damit nicht diese Reterritorialisierung eigentlich mit vorantreiben selbst und wo da die Gefahren sind, beziehungsweise an welcher Ebene man das betrachten sollte. Also ob man schon anfangen müsste, das eigentlich zu hinterfragen, was wirtschaftliche Sanktionen angeht, oder ob das zumindest dann bei den kulturellen Boykotts / Sanktionen der Fall sein sollte. Danke. Vielen Dank. Ja, vielleicht. Danke sehr. Ich war gerade mit einem Kollegen in Warschau, die im Anschluss an die Southern Theory nun die Eastern Theory natürlich machen. Das beginnt also schon weit westlicher, möchte ich sagen, dieses Gefühl. Aber als ich ran war, das ist ein bisschen Teil davon. Ich finde, ich bin mir nicht sicher, ob die nicht zu Sanktionen aufrufen dürfen. Mein Eindruck ist, dass die Akteure, die nun die Sanktionen ausführen, diese Art von Renationalisierung vollziehen, dass wir also neue Akteursgruppen haben, die Bildung des Westens als Block, der über die NATO nun auftritt und sich jetzt erst richtig formiert hat, die EU, die bisher ein lockerer Haufen war mit sehr unterschiedlichen Autokraten und sonst wie, die nun auch geschlossen ist. Und vor allen Dingen eben die Nation, dass wir die Legitimation von Nationalstaaten als Ausdruck von Gesellschaften betrachten. Wir dürfen es nicht vergessen, die Bundeswehr nicht abgebaut, weil sie schwach ist, sondern weil wir nicht mehr davon ausgehen, dass sie ein Territorium verteidigen muss. Wir haben vergessen, dass es gar nicht so lange her ist. Das ist wenige Jahrzehnte her, dass wir dachten, es ist unnötig, kein Territorium, alles durchbricht, alles Wanderung und dergleichen, überall. Das ist 10 Jahre her, haben wir vergessen. Und jetzt sind plötzlich, wir nehmen genau diesen Pfad auf, so wie diese Leute, und rekonstruieren unsere Kultur aus einer Geschichte heraus, wie wir in der Schule das genannt haben, das als Legitimationsapparat, übergehen aber diese Verbindungen produzieren damit neue Akteursgruppen, neue Abgrenzungen. Das halte ich für das große Problem. Das ist, glaube ich, was Sie auch sagen wollten, dass wir Abgrenzungen produzieren, auch zu den liberalen Russen, die jetzt in Istanbul und sonst wo sind, die eigentlich nichts mit Putin am Hals haben, natürlich auch weiterziehen müssen. Ich glaube, die Reaktion müsste vorsichtiger sein. Die Reaktion, und deswegen glaube ich, ist das Modell ist relativ einfach, aber die Reaktion darf nicht die geopolitische Zumutung von Putin aufnehmen. Ganz im Gegenteil, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und auch Biden sollte da nicht einfach gefolgt werden. Das halte ich für, wir hatten etwas davor, das nicht schlecht war. Das war Neoliberalismus auch, aber nicht schlecht. Wir merken, was wir alles vermissen und was nicht schlecht war, wovon die Ukraine auch ein Teil war und wovon Russland, nicht zu vergessen, inklusive Oligarchen, auch der anderen, ein Teil war. Und das ist übrigens nicht die soziologische Aussage. Das meine ich als Mensch, was hier rausgeholt werden kann, weil ich das nicht nur als Theorie machen mag. Ich glaube, insofern müssten wir das überlegen, vor allen Dingen die entscheidenden Akteure, und wir haben Akteure am Werk, die ja für solche Argumente durchaus offen sind, jedenfalls bei uns von der Seite der Bundesregierung, würde ich meinen, ist das durchaus dabei. Aber wir können so streiten, ich bin nicht drin. Die Maßnahmen, die ich sehe und die ich wahrnehme, Energiepolitik gab es erste Versuche, das ein bisschen zu vernetzen, aber jetzt schon müssen wir alles Gas erstmal nach Deutschland bringen. Das geht gar nicht, dass wir andere und dergleichen. Hier meine ich, sind Dinge zu bauen, offensiv übrigens zu bauen, nicht so nebenbei sollte das gemacht werden. Ich hoffe, das war eine Antwort auf diese Frage. Dann dürften Sie gerne. Hallo, vielen Dank auch für die Organisation dieser Veranstaltung. Ich würde gerne die Aussage von Herr Professor Knoblauch jetzt angreifen und sagen, der Titel dieser Veranstaltung ist Kampf um Räume, und wir gehen davon aus, dass es eben nicht nur den physischen Raum gibt, sondern auch andere Räume. Und ich glaube, der Kampf in andere Räume ist schon seit Jahren da. Also der Kampf findet da statt. Und ich glaube, dass Krim eine Territorium ist, wo man so richtig sieht, dass der Kampf um Räume von Russland gewonnen wurde, also in Bezug auf die kulturellen Räume. Und das, was dann später physisch passiert ist, also diese Übernahme von diesem Container Krim, das war eigentlich
ja, das war eigentlich vollzogen davon, was vorher eigentlich von Russland gewonnen wurde. Also in dem Sinne würde ich sagen, dass dieser Kampf ist auch schon seit Jahren im Kulturraum und in den Raum Russland mit uns gewinnt. Da sieht man auch zum Beispiel an rechtsextremen Bewegungen in Europa. Da sieht man an verschiedenen Medien, die Russland in Europa finanziert, Sputnik, keine Ahnung was. Also es gibt da tonnenweise Propagandamedien. Und ich würde sagen, also Ihre Aussage war, wir sollen nicht sozusagen diese räumliche Verständnis oder wir sollen jetzt diese Räume jetzt nicht abgrenzen, diese kulturelle, wirtschaftliche. Ich würde sagen, dass wir eben in diesen Räumen seit Jahren verlieren, außerhalb von wirtschaftlichen Raum, verlieren wir an allen möglichen Feldern mit Russland. Territorien sind da geblieben, jetzt auf den territorialen Raum verlieren wir auch als Westen, sagen wir mal so. Und ich glaube, die einzige Reaktion, die wir als Westen aus Schutz nehmen sollten, ist eben diese Verbindung an den Feldern, in den Räumen, in denen wir verlieren, komplett abzubauen. Und nur so kann dieser Kampf um Räume eigentlich meiner Ansicht nach gestopft werden, indem wir versuchen, eben in den Räumen, in denen wir verlieren, die netzwerkartige Verbindung mit anderen Ländern und speziell mit Russland abzubauen. Also ich weiß nicht, ob meine Aussage klar ist, aber ich würde gerne hören, was Sie dazu meinen. Danke sehr. Das ist die Falken-Variante, wenn ich das sagen darf, dann vermutlich von dem, dass der Konflikt auch auf anderen Ebenen vorgeht, war ja schon die Debatte zur Propaganda und auch der Infrastruktur der Propaganda, die überraschend ist. Also hatten wir vorher schon gemeint, da stimme ich Ihnen zu. Die Frage ist erstens, ob wir verlieren, jetzt in dieser Konstellation, ob Ukraine verliert, wir werden sehen, was da passiert auf mittlere Frist, aber vor allen Dingen, ob wir und Sie sagen müssen, ob das tatsächlich die Strategie sein dürfte. Man sollte nicht übersehen, dass sowohl Russland wie auch Türkei und dergleichen bis zu Anfang der 2000er, Sie können mich korrigieren, ja noch ganz andere Ideen und Tendenzen hatten, die mit einer Verknüpfung verbunden waren, Aufnahme in die NATO, Aufnahme in die EU und dergleichen, dass also dieser Verknüpfungsgedanke durchaus vorhanden war. Dass wir also die Abgrenzung dann von der Seite vollzogen wird, ist eins. Ich bin nicht der Meinung, sondern die Frage ist, ob wir wirklich sehenden Auges in diese Form von Abgrenzung hineinlaufen wollen, mit denselben Folgen, übrigens mit auch wirtschaftlichen Folgen, das ist ja in Deutschland nicht ganz unwichtig, oder ob wir sagen, wir vertreten ein Prinzip, das übergreifender ist, das übergreifend ist und das eigentlich auch woanders funktioniert und wollen das als Prinzip vertreten. Und das ist die Entscheidung, die wir vermutlich nehmen. Und das ist auch nicht die soziologische Entscheidung, das ist eine politische Entscheidung, über die wir jetzt reden. Und die aber, glaube ich, der Pfad ist, in dem wir, Deutschland jedenfalls, Europa, ein Teil des Westens drinstecken. Und indem wir schon mit anderen Auseinandersetzungen, die selber geartet sind, ich habe Brexit zum Beispiel genannt, schon kämpfen, wo wir auch die Differenzen etwas sehen und die ähnlichen Konstellationen bzw. Refigurationsprozesse. Bei der Folgerung, da können wir uns politisch unterschiedlicher Meinung sein. Das kann schon sein, dass Sie eine Falkenposition vertreten und ich nicht. Das sind dann andere politische Positionen. Darf ich noch? Ist noch Zeit? Ja? Nee. Also wenn man keinen Krieg führen will, muss man mit Sanktionen operieren. Und da hat der Westen etwas aufgefahren, was so nicht erwartet worden ist und was auch Wirkung zeigt. Und also wir werden es sehen, was das für wirtschaftliche Folgen haben wird. Mit meiner Einlassung vorher, mit dem Hinweis auf Indien oder China oder die Türkei, wollte ich nur betonen, dass wir uns so nicht so sicher sein, dass quasi der Westen mit seinem Sanktionsregime quasi ein Weltregime etabliert. Da sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein. Und es gibt natürlich jetzt auch im Moment so einen Überschuss.
Aber wir gerade, ich bin ja vom Osteuropa-Institut, wir haben also unsere Double Degree Master auf Eis gelegt. Wir haben viele Jahre investiert in diese Programme. Wir haben jeden institutionellen Kontakt zu den Universitäten auf Eis gelegt. Und jetzt sind, sagen die Linie ist jetzt noch individuelle Kontakte, was wie aus den geschilderten Gründen sehr, sehr schwierig ist. Und im Moment sehe ich da auch keine Alternative dazu. Dennoch würde ich schon sagen, also wir müssen gucken, wo wir die Kommunikation aufrechterhalten. Ich glaube nicht, dass das ein wirklich harter, eiserner Vorhang in Europa und auch wenn Russland sich momentan nicht als Teil von Europa definiert, ja, Russland ist nicht Europa, müssen wir aufpassen, dass wir nicht diese Denke jetzt übernehmen, dass quasi Europa jetzt hinter der Krim, nee, vor der Krim, hinter der Ukraine aufhört. Ich glaube, das ist historisch zu kurz gedacht und das bedeutet natürlich schon, dass man jetzt vielleicht nicht jetzt, aber doch mittelfristig auch die Kontakte und die Sachen, die möglich sind, aufrechterhalten. Und da habe ich einen weiteren Grund. Wir müssen langfristig denken. Was wird danach? Wie wollen wir langfristig in Europa mit diesem Russland umgehen? Das ist klar, mit diesem Russland, da ist nicht viel, die Karten sind alle ausgespielt. Aber auch Putin lebt nicht ewig und wir wissen nicht, wie die Elite-Konfiguration dann ist. Es ist relativ wahrscheinlich, dass sich dann vielleicht ein Moment nochmal öffnet für eine Öffnung gegenüber des Westens. Und darauf muss man, glaube ich, auch vorbereitet sein, damit man bestimmte Sachen auch nicht wieder falsch macht und dass man auch vielleicht auch nicht blauäugig ist an bestimmten Stellen und man glaubt, okay, das sind jetzt die, da kommen jetzt die Guten und jetzt ist alles wieder gut. Und bestimmte Dinge wie eben das imperiale Denken oder der Anspruch, eine eigene große Makroregion, Wirtschaftsraum zu sein in der Welt, ist vielleicht dann doch nicht weg. Also man muss sich, glaube ich, darauf vorbereiten. Was gegen einen harten, eisernen Vorhang in allen Dimensionen spricht, ist, glaube ich, eine historische Erfahrung. Und da ich eine Ostdeutsche bin, möchte ich das betonen. Ich bin eine starke Anhängerin friedlicher Koexistenz, weil eine Grundüberzeugung habe ich, dass ein verhärtetes Regime, in einem verhärteten Regime kann man keinen Wandel erzeugen, keinen internen. Da halten dann auch die Leute dann dazu, Russland spricht jetzt schon von sich als Festung Europas. Das ist eine Formel, die 2004 aufgekommen ist. Ja? Festung Europa. Ja, wenn man im Grunde, dann schart man sich um den Führer. Aber dann sind die Leute, die vielleicht anders denken, schweigen, trauen sich nicht, sowieso im Moment nicht, oder gehen weg. Aber das ist keine Atmosphäre, in der man einen Regime-Change hinkriegt. Den kriegt man nur von innen hin und den kriegt man eher in eine Annäherungskonstellation hin. Wir brauchen bloß nach Nordkorea gucken. Ich meine, und so ein Regime kann ziemlich lange durchhalten. Ja? Also, oder Iran. Also seien wir vorsichtig, auch wenn das jetzt hoch emotional hoch besetzt ist, mein Plädoyer auch an Sie als eine jüngere Generation, da ein bisschen vorsichtiger zu sein und zu fragen, was soll denn danach passieren und wie wollen wir danach mit den Leuten umgehen, mit diesem Land. Und dafür brauchen wir offene Kanäle, das wäre mein Plädoyer. Wie auch immer die genau aussehen kann, ich weiß es nicht ganz genau im Moment. Wissenschaft, Kultur sind sicher Kanäle und da muss man aber natürlich sorgfältig hingucken, wo das gehen sollte. Herr Donsky, die Double Degree Programme werden auf Eis gelegt. Sie haben erzählt, dass Kommilitonen von Ihnen, Studenten, die Sie in St. Petersburg kennen, die kurz vor dem Master standen, exmatrikuliert wurden, weil sie gegen den Krieg protestiert haben. Ist das Auf-Eis-Legen von solchen Doppelstudiengängen eine Lösung, eine politische? Ich hoffe wirklich, dass wirklich viele Leute aus dem Russland nach Europa nicht fliehen, also vielleicht auch Wort fliehen, darf ich sagen, fliehen können, um weiter zu entwickeln, um weiter zu leben. Da ehrlich gesagt,
sehe ich nicht so viele Chancen jetzt, was für wirklich Leute, die anders denken, als erlaubt ist. Deswegen würde ich mich wirklich freuen und hoffe sehr, dass die Leute aus der Russland, die andere Meinung haben, als was erlaubt ist, wirklich nach Europa umziehen können und weiter studieren können. Das wäre wirklich eine großartige Möglichkeit für diese Leute weiter zu leben. Das wird übrigens gemacht, das ist nicht blockiert. Ich habe den Eindruck, wir sind an einem Anfang angekommen. Es sind viele Fragen angesprochen worden. Ich habe eine ganze Menge neu gelernt. In Deutschland beginnt ja eigentlich erst seit wenigen Jahren die postkoloniale Debatte. Wir haben sie jetzt nochmal ausgeweitet als postkoloniale Frage, die auch eine Ost-West-Frage, die eine Frage ist zwischen Russland und der Ukraine, zwischen Deutschland und der Ukraine. Wir haben verschiedene Globalisierungskonzepte angesprochen. Es ist ja schon sowohl interessant, wer alles für sich in Anspruch nimmt, postkolonial zu agieren, als auch für sich in Anspruch nimmt, gegen Globalisierung zu agieren und gleichzeitig ein globales Regime aufbaut und auch aufbauen will. Die koloniale Landnahme war immer die Voraussetzung für Globalisierungsprozesse. Also die Globalisierung ist eine Folge von Kolonialismus. Das heißt, wir haben es jetzt auch in Russland mit einer Situation zu tun, wo um Globalisierung gekämpft wird und dabei das Postkoloniale eben gerade nicht thematisiert wird. Aber wir haben da vielleicht durchaus auch einen Ansatzpunkt, um gemeinsam weiterzudenken, weil auch in vielen europäischen Ländern diese Fragen hochaktuell sind und als Fragen nach einer Welt, die möglich ist und gleichzeitig so organisiert ist, dass sie nicht in territorialer Verengung und damit meine ich auch diese Engsetzung von staatlichem Gebilde, territorialem Gefüge und Kultur verharrt, sondern vielmehr die Möglichkeit findet, auch in Netzwerkstrukturen, in transnationalen Räumen, in Migrationsmöglichkeiten einen Weg zu finden, der dann aber wieder natürlich die Netzwerke nicht verherrlichen darf. Wir haben über wirtschaftliche Netzwerke gesprochen. Wir wissen, dass zum Beispiel auch Russland gerade in der Geldökonomie stark vernetzt ist. Auch das ist ein Netzwerkraum, der hier neben dem territorialen Raum aufgebaut wird und der durchaus jetzt auch, wie die Diskussion gezeigt hat, als ein Moment für kriegerische Intervention gesehen werden kann, also als ein Moment, mit dem auch erklärt werden kann, warum Russland sich überhaupt in der Lage gesehen hat, dass man kriegerisch in die Ukraine einmarschieren kann. Wir wissen, Sie haben das Frau Blum an anderer Stelle gesagt, dass die Eurasian Bank empfohlen hat, dass Russland nur seine imperiale Stellung halten kann mit der Ukraine und Belarus zusammen. Sie haben das auch in dem Gespräch erzählt, aber das ist natürlich auch genau diese Vernetzung zwischen auf der einen Seite wirtschaftlicher Netzwerkbildung und auf der anderen Seite imperial-territorialer Politik. Der Titel der Veranstaltung ist immer wieder angesprochen worden, Kampf um Räume. Kampf um Räume heißt, das hat, glaube ich, die Diskussion sehr deutlich gezeigt, sowohl der Kampf um territoriale Gebiete als auch der Kampf zwischen verschiedenen Raummodellen, die in unterschiedlichen Bereichen relevant gemacht werden. Und indem wir uns bewegen,
Das ist eine hochkomplexe Situation. Ich freue mich sehr, dass wir darüber ins Gespräch gekommen sind, dass Sie sich auch so rege an dem Gespräch beteiligt haben. Ich hoffe, wir bleiben im Gespräch darüber. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Teilnahme. Mein Dank geht auch für an die technische Unterstützung Peter Fischer, Arthur Schmock, Christopher Heidecke, Christoph Weding. Mein Dank geht an Sarah Etz und Nina Elsemann vom Sonderforschungsbereich, die diese Veranstaltung ganz wesentlich im Hintergrund organisiert haben, und an Christian Richter von der Berlin University Alliance, der ebenfalls sich dafür sehr eingesetzt hat, dass diese Veranstaltung möglich war. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben ein Restaurant reserviert in der Knesebeckstraße. Wer Lust hat, also jetzt an alle gesprochen, noch weiter zu diskutieren, kommen Sie mit, wir würden uns freuen. Und wenn nicht, dann kommen Sie gut nach Hause, und vielen Dank an alle.